Ich habe mein erstes Schuhmacherbüchlein rausgebracht, so ein gelbes Ding. Ja. Und als ich zum Schuhmacher bin, das war am Wochenende, wo er seinen ersten Sieg in Spa-Francorchamps hatte, bin ich am Samstag zu ihm hin. Ich habe gesagt, der Hehl möchte sowas machen. Ich habe jetzt 100 Bilder zusammengestellt und wäre doch toll, wenn er was schreiben würde dazu. Dann sagt er, ach, geh zum Willi, red mit dem. Dann sagte der Willi zu mir, ja, so ein Vorrat, 10.000 Mark. Ich sagte, Willi, jetzt spinnst du, wir waren ja alle so. Ich habe gesagt, dann kostet das Buch anstelle, sagen wir mal 10, 12 Mark, kostet dann 15 oder 16. Findest du es gut, dass die Fans 5 Mark mehr bezahlen müssen? Nur damit der Herr Schumacher, der noch nicht mal ein Rennen gewonnen hatte, aber er natürlich schon seine riesen Fangemeinde hatte. Ja. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke für eure Treue und natürlich fürs Runterladen auch dieser 200. Folge Alte Schule. Ich bin jetzt nicht so der Jubiläumstyp, aber mit 200 Folgen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet am Anfang. Aber gut, wenn euch das hier alles noch weiter interessiert, dann mache ich eben noch ein Weilchen weiter. Und mein Gast heute ist wieder mal so einer, wo man nicht nur erzählt bekommt, was er alles erlebt hat, sondern was er auch schwarz auf weiß und später sogar in Farbe belegen kann. Rainer Schlegelmilch ist sicher einer der ganz großen Namen der Motorsportfotografie und interessant ist, dass er eigentlich Werbefotograf war und den Motorsport auf eigene Faust und in diesem Fall auch auf eigene Kosten verfolgt hat und erst im Nachhinein die Bilder an den Mann gebracht hat. Vielleicht hat man da mehr Muße zu experimentieren und muss nicht von Kurve zu Kurve hetzen und vielleicht sind auch erst dadurch die für ihn so bekannten Zoom-Mitzieher entstanden, über die wir heute natürlich auch reden und wo viel, viel Material flöten gegangen ist, bis man das mal so hinbekommen hat, wie es sein sollte. Ob seine Dauerkarte für die Formel 1 noch gilt und vor allem, was er mit den Terroristen der RAF zu tun hatte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit den Erlebnissen von Rainer Schlegelmilch. Ich bin geboren in Thüringen. Bin dann einen Tag, bevor die Amerikaner von den Russen Thüringen übernommen haben, ist mein Vater, hat einen LKW vor die Haustür gestellt bekommen, Familie, mein Bruder, meine Mutter. 2 Stunden aufladen, ab in den Westen. So sind wir auf die Raue Alb gekommen, da bei Heidenheim. Mhm. Da war ich 4 Jahre alt. Ich erzähle die Geschichte immer andersrum. Ich sage, ich habe meine Eltern bei der Hand genommen und gesagt, nichts bei den Russen, wir kennen da in den freien Westen. Ne? Gut, und dann ist mein Vater, hat einen Job gekriegt, ein paar Jahre später in Frankfurt und dann sind wir nach Frankfurt gezogen. Er war ja Waffenfachmann in Suhl, Jagdwaffen und eigentlich Werkzeugbauer und hat dann einen Job in der Werkzeugfirma gekriegt als leitender Betriebsleiter und so und ist dann auch da gestiegen. Aber wir hatten dann ein Firmenhaus und da konnte er sich sein, ich glaube, dann hat er einen ersten VW gehabt, dann einen Opel Olympia. Himmelblau mit Cabrio. Sehen Sie, die okay, Tradition ja. Fürchten auch. Das war gut. Leider hat er dann einen Mercedes sich gekauft. Der war geschlossen. Da habe ich dann empfunden, wie seine Zigarren mich also immer zur Übelkeit reizten. Ich deswegen auch mit 16 aufgehört habe zu rauchen. Gute bis heute eigentlich. Ja. Also es war auch gut. Das stimmt. Und habe manchem gesagt, wenn du rechtzeitig aufgehört hättest, könntest du da auch einen Porsche kaufen. So in der Zeit, wo sie immer gesagt haben, du hast einen reichen Vater oder sowas. Ja. Hast du Geld gespart. Und haben Sie dann Leidenschaft für Autos entwickelt oder für Fotografie? Oder wie haben Sie das? Naja gut, Autos ist natürlich immer was Besonderes. 18, ich durfte im Fabrikshof meines Vaters da, durfte ich im VW-Bus üben und habe dann noch 4 Stunden gebraucht in der Fahrschule. Dem habe ich dann ein paar Bilder von seiner Fahrschule verkauft, weil ich schon mit 14 eine Kamera bekam zur Konfirmation und in der Foto AG in der Schule mich dafür interessierte und auch dann Magnum gelesen habe und so weiter, die schönen Fotozeichnungen. Das hat mich schon fasziniert. Habe dann im Gegensatz zum Wunsch meines Vaters, der mich gerne zum Jurist als Jurist gesehen hätte dann und ich schon 7 Jahre Latein überlebt hatte, habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Ich kann mich nicht noch mal ein paar Jahre hinsetzen und lernen. Das ist nicht mein Baby. Ich will Fotograf werden. Okay, dann kommst du mal mit. Ich hatte mir Wolf und Tritschler vorgeführt. Alles Leute, die sagen, ganz schwerer Beruf, ganz schwierig und Geld verdienen und so. Ich sage, es mir egal. Ich will Fotograf werden. Wenn ich wo Spaß dran habe, dann bin ich auch engagiert und werde gut. Ja, dann bin ich nach München gekommen. Hatte ich auch Glück. Da hatte durch Abitur, die waren also schon so anspruchsvoll, dass mein Abitur bevorteilt war. Ich bin dann 2 Jahre nach München auf die Fotoschule und da habe ich halt auch gelernt,
die Technik richtig, ja, mit Feinkörner entwickeln. Ich habe also zum Beispiel eine Aufgabe, die eigentlich mit einer Großformatkamera gemacht werden sollte, senkrecht stellen und Schärfe, ja, Architekturaufnahmen, die habe ich mit der Kleinbild gemacht, weil ich von Zeiss schon eine Contarex, die Schul-Contarex benutzen durfte. Es dürften nur wenige, damit es wegen, wenn was kaputt ist und so weiter. Und ich habe dem Lehrer dann solche Abzüge gebracht. Das ist ja toll, tolle Durchzeichnung und Schärfe und das Licht und Kontraste. Da habe ich gesagt, wenn ich Ihnen jetzt sage, das mit Kleinbild und nicht mit 9-12, da sagt er, wenn ich das nicht merke, dann ist es gut. Dann muss ich sagen, haben Sie wirklich einen tollen Job gemacht. So, und das war ganz gut eigentlich damals. Ja, okay. Aber Sie haben es wirklich von der Pike auf gelernt, also auch im Labor. Also das war eine Mischung zwischen Handwerk, in der Dunkelheit die Bilder entwickelt. Ja, gut, so. Ich habe mir mit einem Freund irgendeinem Keller ein Labor gemacht, damit wir nicht tagsüber in der Schule das machen mussten und uns anstellen, sondern wir konnten tagsüber schwimmen gehen und abends, nachts dann in Ruhe solche Sachen ausarbeiten. Okay. Ja, das, also Autofahren ist klar. Ich habe dann mit 18 relativ schnell einen Führerschein gehabt. Und die Sehnsucht ist natürlich geblieben erst. Als ich nach München kam, habe ich mir einen Kleinschnittke von irgendeinem abgekauft. Sagt Ihnen das noch was? Ein Kleinschnitt? Kleinschnittke? Ein Kleinschnittke? Kleinschnittke, ja, 125 Kubik. Der sagt mir was. 6 PS, ja. Keinen Rückwärtsgang. Das leichteste Auto? War wie so eine Seifenkiste. Der ist mit 50 Stundenkilometer über den Marienplatz in München gedonnert, vom Süden, wo ich wohnte, im Norden, wo die Fotoschule war. Das habe ich 2-3 Monate durchgestanden. Da hat mein Vater gesagt, oh, du bist so wahnsinnig. Dann war auch was kaputt, jedenfalls bin ich losgeworden. Mein nächster Versuch hat dann besser geklappt. Ich habe bei der Post einen Job angenommen als Eilbotenausträger. Ich hatte ein Fahrrad dann bei der Post, Hauptpost stehen. Bin morgens um 6 bis 8 Eilboten ausgefahren. Damals hat man noch von der die Hälfte, 40 Pfennig bekommen als Träger. Das heißt so 20, 30 Stück zum Frühstück, ja. Ich kannte jeden Hauseingang in München, das war natürlich toll. Und dann habe ich von einem Freund einen Janus Zündapp abgekauft. Ein Klassenkamerad, der einen reichen Vater in Essen hatte. Der hat dann, ich glaube, Capri Ford bekommen. Und das Auto war dann frei. Dann hat er mir den verkauft. 13 PS. Ilo-Motor. So, auch mit und 80 gefahren. Also meine Konkurrenz war Messerschmitt und Gogo. Ja. Und da habe ich aber meinen Vater ausgetrickst, wiederum musste ich das, weil ich war ja noch nicht 21 und damals musste man noch bis 21 die Erlaubnis, schriftliche Erlaubnis haben, okay, oder Zeitung des Erziehungsberechtigten. Mhm. Ich hatte aber eine Freundin und ihre Mutter hat es nicht so gesehen, weil ihr Mann auch gerade erst einen Führerschein machte und da war es toll, dass ich das schon hatte alles und so weiter. Hat die natürlich für mich unterschrieben und ich konnte meinem Vater eine lange Nase machen. Das war auch das Auto, wo ich also mit das schönste Erlebnis hatte, eine Reise über die Alpen. Ich bin nämlich zu meinem 1962er Monza mit diesem Auto von Ludwigshafen, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte dann schon einen Job nach der Fotoschule. Hatte ich einen Vertrag als Fotograf für Werbung und Schrott und solche, und der Chef vom Schrottlager noch. Okay. Nur, dass man massiv wie das so zusammengepasst hat. Handwerksbetrieb in der Firma. Und da bin ich also nach 5 Uhr mit dem Auto gesetzt und bin dann über die Alpen, über den Gotthard, bei Vollmond und immer wieder mal irgendwo Anlauf genommen, dass er in den zweiten Gang kam mit 15, 20 Stundenkilometer. Aber es war göttlich, ja. Keine Menschenseele da oben. Und dann, als es runterging, dann hat das Auto natürlich an Geschwindigkeit sehr zugenommen. Da bin ich dann mit 90 gefahren, immer voll, was der vierte Gang hergab. Das war dann ein Erlebnis, habe mich dann morgens zu meinen Freunden, die hatten ein Zelt, ich hatte gewusst, Monza, Campingplatz, kannst du bei uns im Zelt schlafen. Da habe ich mich dann um 6 Uhr reingeschlichen, habe dann noch 2 Stunden geschlafen. So, das war so meine ersten Autoerfahrungen. Ihre Abschlussarbeit war auch Rennfahrerporträts, oder? In der Fotoschule. Ich war in der Fotoschule ziemlich am Ende. Also da gab es dann, ich war kurz in Vorbereitung für die Abschlussarbeiten. Und da lernte ich einen jungen Mann kennen auf irgendeiner Party. Weinhändler, 28 Jahre, 2 Liter Carrera Porsche, rot, offen. Bayer, richtig so ein richtiger Typ, und sagte gleich,
ah, du bist Fotograf, da nehme ich dich mal zum Autorennen mit. Ich sammle nämlich Autogramme, ich kenne die Rennfahrer alle und da kannst du mir doch tolle Bilder machen. Und ich sage, das wäre eine gute Idee, ich habe in zwei Monaten nämlich Abschlussprüfung, da könnte ich ja Gesichter, ja, da gibt es tolle Leute und so, Gesichter, Porträts, Spannung. Dann sind wir also von Rosenheim nach zum Überschring gefahren. Erstes Rennen, 1000 Kilometer Rennen. Und da war schon die Fahrt sehr beeindruckend, schön, weil der hat 2 Liter, der ging 160, 180 und so. Das fand ich schon ein tolles Leben. Und dann hat er mir gesagt, und das ist der Jim Clark und das ist der Graham Hill. Und ich hatte mir eine Karte besorgt, das war früher alles viel leichter. Und das fand ich toll. Und dann sagte er, wenn du willst, nächste Woche ist der große Preis von Francorchamps in Belgien, da können wir noch mal hinfahren. Ja, klar. Gebongt. Und da war es dann richtig diese Atmosphäre. Willy Marais, so Psychopath schon im Auto und da tolle Bilder gemacht. Und dann standen dann vor mir alle Rennfahrer vor dem Start. Der Rennleiter hat denen dann noch ein paar Sachen erklärt. Ich konnte mich dahin und habe dieses herrliche Bild, das ist ja hier in dem Buch auch drin. Ja. Ah, ja, genau, Bild. Ja, genau. Das ist tatsächlich Bild. Ganz bekannt, ne? Ja. Wo alle Fahrer im Halbkreis stehen bei der Rennfahrer. Jim Clark, Bruce McLaren. Da ist der Rodriguez Bruder von Pedro. Der hieß Ricardo, war jung. Joe Siffert, da links. Ferrari-Vertragsfahrer. Hat sich ein halbes Jahr später in Mexiko in einem Formel 2 Lotus um einen Baum gewickelt, war tot. Mhm. Der Bruder erst 10 Jahre später, ne? Der war ja noch ganz am großer Porsche. Ring, oder? Bitte? Hat er sich nicht am Nürburgring totgefahren, der Rodriguez, Bruder? Der hat sich totgefahren und sein Bruder ist verbrannt in dem Ferrari vom Müller. 512 Ferrari, den hatte er gefahren und ist irgendwie, ich glaube, am Nürburgring. Am Nürburgring, meine ich, ja, genau. Ja, alle hier so, der alte Trintignant, der hat noch irgendwann im Bugatti in Monte Carlo gewonnen. Dann auch einen Graf, von Marsbergen, ein holländischer Graf, so wie der Tripp, so ein Typ, ja, nachdem ist die Familie dann auch, ich habe mit der Schwester dann noch einen tollen Kontakt gehabt, weil die hat Bilder von mir dann gekriegt und so weiter. Jack Brabham, bereits zweifacher Weltmeister. Also das ist schon eine schöne Geschichte hier, unser Schweizer Siffert. Und das ist das Bild, was entstanden ist, als Sie noch... Ja, da stand hier der Rennleiter, genau. Hat den Moralpredigt gehalten. Da waren Sie noch Fotoschüler sozusagen. Da war ich doch das Fotoschüler, war also ganz am Anfang, ein ganz frühes Bild. Da habe ich noch unter dem Gesichtspunkt, aber auch, also fotografisch, da wird man richtig, also das Erlebnis, ja. Ich hatte auch nach der Fotoschule, hätte ich auch mal zum Stern gekonnt oder so, aber ich wollte nicht in Kriegsschauplätze, das hat mich nicht, also Korea und sowas. Okay. Das hat mich nicht so gezogen, aber journalistisch habe ich unheimlich gern alles Mögliche gemacht, bin deswegen auch quasi dann relativ schnell selbstständig geworden. Also normalerweise musste man damals noch eine Meisterschule oder Meisterklasse machen oder 3-4 Jahre im Business bleiben als Angestellter. Mhm. Ich wollte aber so schnell wie möglich. Dann habe ich ja so einen Tipp gekriegt, geh doch zur Handelskammer. Da kannst du das anders lösen. Dann habe ich mich da gemeldet. Ich möchte ein Studio aufmachen für Grafik und Bildgestaltung. Jawohl. Und so bin ich also nicht zur Handwerkskammer gekommen, sondern dort. Und die haben ein bisschen erschrieben. Konnte ich mir einen Raum mieten und dann die Agenturen besucht. Mit einem Elan und Glaub an mich. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, erstmal in kleinen Bereichen. Der hat dann inzwischen übrigens einen alten VW schon, das muss ich noch dazu sagen. Nach diesem Janus, den ich fast 2 Jahre hatte oder so, habe ich einen alten VW gekauft, den noch mit der Brezel hinten drauf. Und den habe ich natürlich immer ums Eck gestellt, damit die nicht sahen, dass ich ein armer Teufel bin. Und der war ja, weiß ich, den habe ich dann verkauft auch wieder und habe mir dann einen Volvo P1800. Ui, ein Schnäppchen sagt. Ich wollte eigentlich einen Porsche 356, aber ich habe 2, 3 mir angeguckt, weil ich ja natürlich nur 10.000 Mark maximal hätte ausgeben können, mit Bankkredit und so. Ja. Die waren alle irgendwie Unfallautos. Dann habe ich dann gesagt, und dann hat einer gesagt, nimm doch den da, der ist doch toll. Und den hat auch irgend so was gekostet. Und der P1800 war ganz lustig. Lustiges Auto, hat einen Nachteil gehabt.
nachdem ich ihn also von 90 auf 128 PS habe frisieren lassen, ist er auch 30, 40 Sachen schneller gewesen. Und das hat der Overdrive nicht vertragen. Und die Dinge sind mir flogen dann so reihenweise auseinander, leider auch auf dem Weg nach Monte Carlo. Und dann wollte ich ihn reparieren lassen. Das geht nicht natürlich, weil immer der Feiertag ist und das ist sowieso alles zu. Und ich wollte natürlich nach Monte Carlo, egal wie. Dann bin ich also ohne fünften Gang, der Rohr kaputt, ja. Rückwärtsgang kaputt, Motorbremse kaputt, bin ich schön über die Alpen gefahren mit viel Feinfühligkeit. In Monte Carlo konnte ich auch nur rückwärts einparken und wieder rausfahren. Das gewöhnt man sich auch dran. Dort wollte ich es reparieren lassen. Hab's aufmachen lassen. Haben die gesagt, ja, 2.500 Mark. In Deutschland war es der halbe Preis. Ja, und dann dauert es so 5 Tage, bis es aus Paris kommt. Da habe ich gesagt, macht's wieder zu. Ich fahre auch so rein. So, das war dann mein drittes oder viertes Auto. Aber da waren Sie als selbstständiger Fotograf, was eigentlich für Werbefotos, sind dem Motorsport so treu geblieben? Also gut, ich habe ein Jahr bei der BASF gearbeitet, meinen Zwei-Jahres-Vertrag nach einem Jahr beendet und habe mich dann ganz schnell nach Frankfurt, habe noch irgendwo bei der Agentur kurz bei so ein paar Fotografen-Jungs gearbeitet und habe dann Studio, Altbauwohnung gemietet und habe da angefangen zu fotografieren als alles, was kam, Sachaufnahmen, später kam dann auch Zigaretten dazu, Leute, obwohl ich nicht Raucher bin, ist es dann. Ich habe auch Jobs gekriegt. Ich habe den Gobert von Martini kennengelernt und der hat zum Beispiel meine Porträts in diesem Martini-Zelt, das war immer ein Pressezentrum, ja, aufblasbares Zelt, am Nürburgring und so weiter, da hat er große Porträts von mir. Ganze Reihe rumging, da war ich ganz stolz drauf. Und das war schon eigentlich schon eine schöne Sache. Und dann habe ich dann für die auch dann Großformat Geschenkpackungen fotografiert, also mit den Plattenkameras, Geschenkpackungen, diese Ideen auch verarbeitet. So habe ich das ganz gut auch gekriegt. Auch Shell und so habe ich dann später Kalender gemacht, so 5, 6 Jahre später. Okay. Das ist gut. Ja. Und Kalender war so auch von der Fotografie das Anspruchsvollste eigentlich. Ne? Kalender. Also das hört man auch immer wieder. Also das alle sagen, also Kalender war anspruchsvollst, weil da konnte man aussuchen. Ja. Und ich habe es in der Zeit auch geschafft, hat mein lieber Freund Wolfgang auch gesagt, deine Kalender am Anfang, das war eine tolle Geschichte, war für mich auch immer, weil ich habe mir auch angewöhnt, die Autos richtig groß satt reinzukriegen. Mhm. Viele Fotografen, die von Zeitungen kamen, die haben einfach fotografiert, haben dann einen Ausschnitt gemacht, weil die Qualität in der Schärfe nicht so wichtig war. Okay. Denn ich habe schon versucht, möglichst den Ausschnitt im Fotografieren festzulegen mit entsprechender Brennweite oder Abstand, um möglichst keine Ausschnitte machen zu müssen. Und das Sehen ist ja das Wichtigste, dass man den Ausschnitt schon vorher sieht. Mhm. Ob das Porträts sind oder ob es fahrende Autos sind, auch mit dem Hintergrund zusammen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt für Kalender. Das waren immer also tolle, eindrucksvolle Bilder. Und dann habe ich einen Verlag in Düsseldorf gehabt und dann kam Ford dazu. Und Ford war natürlich damals richtig auch am Aufsteigen, Formel 1 drin, Tourenwagen. Da bin ich dann auch zu Tourenwagenrennen gefahren. Mhm. Also Brünn, ja, musste ich da einen anderen Eingang machen, weil die haben kontrolliert, haben gesehen, ich habe damals auf dem Pass keinen Bart gehabt. Der war nämlich vorher in der Vorderschule doch. Danach hatten sie so einen Seeräuberbart. Und dann hatte ich aber schon diese Bremse da. Ja. Haben die gesagt, nichts, entweder Friseur oder nicht. Das ist mir egal, fahre ich nächste Grenze drüber. 50 Kilometer entlang gefahren. Ja, und bin nächste Grenze übergegangen. Krabbe, Regen, keiner geguckt. So Zeiten waren das. Aber da haben Sie ja bei Ford, haben Sie ja da wahrscheinlich den Mike Kranefuß, Jochen Nerpasch, die frühe Phase. Und die haben die Bilder nicht ausgesucht. Das waren Tyson, glaube ich. Das war Marketing. Aber da war es toll. Da habe ich 20, 30 Bilder an die Wand geknallt. Dann haben wir weggenommen. Und dann waren das zum Schluss 13 Bilder. Die haben natürlich marketingtechnisch gedacht. Und dann war das so, da hat jeder Händler hat so 100, 200, 500 die großen Kalender genommen und die haben vielleicht 2, 3 Mark gekostet für den Händler. Mhm. Insofern war das eine tolle Werbung. Oben tolle Streifen drauf. Ich habe mir auch 100 oder sowas dann geben lassen, klar. Mhm. Mit meinem Namen Studio drauf und das war natürlich super.
Und das Tollste war, dass ich für jeden Kalender 40 Pfennig bekommen habe. Das muss man sich mal vorstellen, und wie viel das war. Wenn die 120.000, 130.000 Stück gedruckt haben, da kam was zusammen. Ja, das war toll. Und ab 100.000 gab es dann nur noch 25 Pfennig. Aber das war toll. Das ist solche Batzen. Ja. Zu der Zeit, ja, klar. Und ja, dann kam diese Benzinkrise sozusagen, ja, wo ich zwar eine Sondergenehmigung hatte am ersten Sonntag, weil ich sagte, ich muss zum Eilboden und Bahnhof. Ich habe mich so geschämt, mit dem Porsche da in der Stadt zu fahren, dass ich es beim zweiten Mal, es war ja nochmal so ein Sonntag, habe ich das Auto daheim gelassen. Das kann ich nicht machen. Bin mit dem Fahrrad gefahren zum Bahnhof, ist ein bisschen weit in Frankfurt. Na, auf jeden Fall, dann kam plötzlich kein Ford mehr zu mir, sondern rief eine Druckerei an. Das war, glaube ich, Mohn. Und sagt, der nämlich, Sie haben doch immer die Kalender, schicken Sie noch ein paar Bilder zu uns. Wir machen den Kalender jetzt für Ford. Und ich sage, ja, und was zahlen Sie dafür? Ja, wir können höchstens 500 € Mark damals insgesamt, für ein Bild bezahlen. Boah, ich sage, das ist ja hart. Ich glaube, ich habe Ihnen ein oder zwei Bilder geschickt, die auch drin waren. Aber das war happig, ne? Da habe ich richtig kapiert, wie plötzlich Geld da ist und nicht mehr da ist. Ja, klingt so. Und es war 73 oder 74? Das war 74, das war dann diese Krise. Und ich habe immer ein Problem, mit Leuten was zu machen, die Terroristen mal sehr nahe standen. 1972 gab es bei Ihnen was, wo Sie der RAF mal über den Weg gelaufen sind. Und die RAF mobil gemacht haben sozusagen. Ja, es gab eine Geschichte. Das war meine Lieblingsgeschichte. Also, man muss also dazu sagen, ich habe meinen zweiten Porsche, nachdem ich irgendwann 67 oder sowas den ersten gekauft hatte. Ich habe aber dann den Herrn Piech kennengelernt auf der Targa Florio. Da war er schon als zukünftiger Rennleiter. Also damals war er schon Rennleiter, aber dann für 917er, der war gerade schon von ihm entwickelt worden und so. Und er im Anzug als einziger Targa Florio lief er da rum. Es war toll. Wir waren damals eingeladen von Porsche. Dadurch hatte ich auch eine andere Nähe. Und dann habe ich ihm erzählt, ich bin Porsche, können Sie mir ein paar Tipps geben und so. Sagt er, ja, vielleicht warten Sie noch ein Vierteljahr, dann haben wir ein faltbares Ersatzrad, dann wird der Tank größer, dann haben Sie einen größeren Tank. Ja, schon eine tolle Idee. Dann habe ich gesagt, wie ist es denn? Ich würde gerne so schwarz, alles chrom, das sieht ja nicht gut aus, so schön helle schwarz haben. Nee, das können wir noch nicht machen, das wäre alles einzeln. Das ist ein Jahr später gemacht worden und ich habe das alles, meine ganzen groben Ringe und so, Scheibenwischer, habe ich alles abmontiert, habe es geschmirgelt, habe es matt schwarz gespritzt im Backofen, dass es also sozusagen eingebrannt war. Und mein Porsche war schon so, ja. Und ich weiß nicht, war glaube ich dann der dritte Porsche, stand ja immer vor meinem Haus, vor der Haustür, hatte noch keine Garage. Und eines Morgens gehe ich raus, da war er weg. Ganz einfach. Denke ich, ne, geklaut worden. War relativ neu, rufst gleich Porsche an, das ist ein neuen Krieg. Ich hatte nach 4 Wochen einen neuen Porsche. Das waren Zeiten. Das war, glaube ich, sogar mein vierter Porsche. Weil der dritte, den hatte ich mir mal in meiner Traumfarbe, ein sattes Dottergelb eines Ferraris, den ich gesehen habe, geschickt. Hab den Muster geschickt, Sonderfarbe, Lackierung. Dann bin ich erst nach Lommel, habe noch für Ford Capri fotografiert, den Job. Und dann bin ich mit meiner Frau damals, meine erste Frau, zur Targa Florio gefahren. Und dann sind wir so schön, 1-2 Jahre bevor die Autobahn durchgebaut wurde, an Bellinzona vorbei, musste ich durch die Stadt fahren noch. Und ich stehe an der Verkehrsampel und auf einmal tut es einen Schlag hinter mir. Da hat irgend so ein polnischer LKW-Fahrer, das irgendwie nicht gesehen, dass da ein knallgelber Porsche vor ihm steht, oder? Er war so begeistert. Jedenfalls hat er so Flip-Flops angehabt und knallte da drauf. Und zu meinem Glück war der Arzt von Bellinzona auf der anderen Seite, sah das und hat gleich gesagt, der Porsche hat da keine Schuld, weil da kommen ja dann die Leute und reden und so weiter. Ich habe jedenfalls meine Frau im Hotel gelassen, in Bellinzona, die musste sich von einem leichten Schock erholen. Ich bin zurück mit dem Mietwagen, bin bei mir übernachtet in Frankfurt wieder, ja, habe aber vorher noch abends um 11 oder was einen Porsche bei Herz mir geholt, weil ich sagte, Versicherungshalter, das wäre, konnte aber nur eine Dame bekommen, das war ein 60 PS Porsche. Das war hart. Ja, das stimmt. Das war sehr hart. Stimmt, ja. Ich hatte nämlich immer nur
diesen 130 PS S. S ja. Okay. Jedenfalls habe ich sie dann am nächsten Tag abgeholt mit diesem Porsche und dann haben wir die Tage, sind wir runter nach Neapel und dann mit dem Schiff und so weiter. Also das hat dann geklappt. Aber wie gesagt, das war mein dritter und der vierte, der dann vom Haus plötzlich verschwunden war, ich noch einen Porsche bekommen. Dann war ich noch, also alles normal, damals war eben RAF und die haben ein großes Interesse gehabt an Porsches, an Iso Rivolta, an Alfa Romeo. BMW, die hießen ja mal Bader-Meinhof-Wagen. Ja, weil ja, immer, ja, die, ja, ja. Die Kapitalisten also fallen dann immer die teuersten Autos geklaut. Ich habe mich aber damit, dachte, naja gut, vielleicht, aber ich habe keinen Draht dahin gehabt. Im Sommer reisen wir ja häufig im Inland und über die Landesgrenzen hinweg und passend dazu möchte ich euch meinen heutigen Partner vorstellen, der ein wichtiger Reisebegleiter für euch ist, NordVPN. Denn wenn ihr gerne sicherer im Internet unterwegs sein wollt, dann ist das hier meine persönliche Empfehlung für euch. Ich selbst nutze auch NordVPN und gerade während der Reisezeit, wo man ständig in irgendwelchen offenen WLANs eingeloggt ist, ist so ein doppelter Boden Gold wert. Denn ihr seid nicht mehr so leicht angreifbar, sondern surft quasi durch einen Tunnel, der euch vor Angreifern schützt. Aber nicht nur das, ihr wählt auch aus, über welches Land ihr auf die Seite zugreifen wollt und wenn ihr zum Beispiel auf die Mediathek eures Heimatsenders zugreifen wollt, die im Ausland gesperrt ist, dann wählt ihr einfach einen Server aus Deutschland aus und schon funktioniert das wieder. Und bevor ihr mir jetzt schreibt, es mag sein, dass es auf speziellen Seiten nicht funktioniert, ich habe es selbst ausprobiert und bei mir und den Mediatheken, auf die ich zugreifen wollte, hat es ohne Probleme geklappt. NordVPN stellt schließlich 5700 Server in 60 Ländern zur Verfügung und man kann mit einem Klick den Server wechseln. Wenn ihr Fragen dazu habt, kontaktiert am besten direkt den Kundenservice. Das Team hilft euch an 7 Tagen in der Woche bei jeglichen technischen Angelegenheiten. Wenn ihr das 2-Jahres-Paket von NordVPN einmal testen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit tollen Rabatten machen. Geht einfach auf www.nordvpn.com/autopodcast. Und das Ganze natürlich ohne Risiko, denn ihr habt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Geht jetzt auf nordvpn.com/autopodcast oder nutzt den Rabattcode AUTOPODCAST und freut euch auf das sichere Gefühl im Netz und die Freiheit zu schauen, was ihr wollt, wo auch immer ihr gerade seid. Alle Infos und den Rabattlink findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Und ich weiß noch, ich war noch auf einem... In Dudenhofen, da ist der Huschke von Hanstein sogar noch einen Rundenreck, also einen Dauertest mitgefahren für Opel. Für die habe ich natürlich auch inzwischen gute Kontakte gehabt. Ich war auch ein Vertrauensmann relativ bei den Dudenhofen, war das Teststrecke. Hm. Ja. Und da höre ich noch irgendwie, dass der Bader erwischt wurde. Ja, in... Und zwar 2 Kilometer von mir weg am Hessischen Rundfunk. Hm. Garage, er hat ein Auto dabei gehabt, ein Porsche, habe ich mir auch noch nichts gedacht dabei. Und am nächsten Tag bin ich weggefahren nach nach Spa-Francorchamps zum Formel-1-Rennen. Und überall habe ich schon gesehen, komisch, an jeder Autobahnausfahrt steht ein Polizeiauto und guckt, wer da so vorbeifährt. Und ich hatte ja meinen neuen Porsche schon wieder. Hm. Und ich sage noch zu meiner Frau, du, wir tun einfach so, als wenn wir der Bader und die Ulrike Meinhof sind, weil sie war blond, was ich. Und er sagt, sei vorsichtig und so. Und ich bin dooferweise oben an dem Kreuz Aachen, bin ich nicht weitergefahren, um nach Belgien zu fahren, sondern ich bin zu früh raus, weil lauter gucken. Und habe Küsse mit meiner Frau gesagt, nein, die nächste Ausfahrt fahre ich wieder zurück, ist kein Thema. Und ich fahre raus, da springen gerade 3 Polizisten mit Maschinenpistolen, ja. Auch der Außer, die hatten mich anscheinend verfolgt, weil ich, die haben irgendwas anderes erwartet, sind hinter mir her, haben aber gesehen, dass ich da auch raus bin, ja, okay. Um wieder zurückzufahren. Ja. Da sind die, haben die gebremst, sind über die Autobahn gesprungen. Dann sagt nur meine Frau, sag jetzt ja nicht Ulrike zu mir. Und ich habe erstmal drin gesetzt, habe gedacht, ich habe gegrinst, wie man das so macht. Die Kerle waren ja alle ängstlich und bleich. Die wussten ja, dass die Kerle auch schießen. Ja. Dann bin ich ausgeschieden, passen Sie auf, prüfen Sie bitte nach. Ich bin das und das und ich habe nichts angestellt. Dann haben sie mich dort 5 Minuten warten lassen, dann alles gecheckt. Und dann haben sie gesagt, so gut, fahren Sie weiter, gute Fahrt und so. Und an der Grenze, die haben mich gar nicht kontrolliert. Da standen die Polizisten nur mit den Händen in den Taschen und haben gegrinst. Ich wusste genau, die haben die schon informiert, was da kommt. So, das ist so meine Bader-Meinhof-Beziehung. Das Auto selbst war dann... Also die sind natürlich zu mir gekommen, die Geschichte ist witzig,
um mich auch zu überprüfen. Und da kamen also zwei relativ hohe Leute vom BKA und ich, Jeans, Hosenträger, lange Haare, also sehr ähnlich dem Badeaussehen, so Schnauz, ja. Und hatte noch alte Musketen an der Wand hängen, die ich irgendwo in Portugal so toll fand, so Hinterlade, die man eigentlich nur mit Waffenbesitzschein oder so, hat die gar nicht interessiert. Da haben sich mit mir unterhalten, haben die schon gemerkt, dass also von meinem Denken alles nicht gepasst hat. Da haben sie gesagt, wollen Sie Ihr Auto mal sehen? Kommen Sie doch nach Wiesbaden, zeigen wir es Ihnen mal, können Sie es auch identifizieren. Und da stand das Auto, aber es war plötzlich Aubergine gespritzt, ein gelber Porsche Aubergine gespritzt, mich reingesetzt, Seitentür, Tasche aufgemacht. Da waren noch zwei Restaurant-Visitenkarten. Eines meiner Lieblingslokale, wo ich ein halbes Jahr vorher in Frankreich auf dem Weg nach Monte Carlo gegessen hatte. Da habe ich gesagt, das ist der Beweis, dass es mein Auto ist. Und da ist das Foto entstanden. Damals hatte ich meine Adoptivtochter mit der WD damals mitgenommen, die hat ein Foto von mir gemacht. Das Bild kennen Sie wahrscheinlich. Das Bild kenne ich, ja genau, also, wo Sie hinter dem auberginefarbenen Auto stehen. Und das habe ich natürlich auch im Porsche-Buch hinten drin. Ja. Also der Andreas Bader hat quasi Ihr Auto geklaut. Ja, mein Auto geklaut. Und das Schlimme ist ja eigentlich, das ist eigentlich mein prominentestes Auto. Denn als da plötzlich der Film entstand, da war in der, selbst in der Autobild. Der Bader-Meinhof-Komplex. Der, genau, so das, ne? Ich war Bild am Sonntag, war eine Doppelseite Geschichte über mein Auto drin. Aber ich sagte, das habe ich selbst nie geschafft. Wenn ich so eine Halunke gewesen wäre, hätte ich das natürlich hingekriegt. Aber so eine tolle Story da über mein Auto, das leider eher berühmt gemacht habe, nicht ich. Aber das Auto, wo das verblieben ist, weiß man nicht, oder? Wir haben es später versucht rauszukriegen. Auch Journalisten haben alles versucht. Ich habe es also nicht hingekriegt. Die Daten waren einfach 30 Jahre. Also ich habe vor 10, 15 Jahren mich ernsthaft mit beschäftigt. Danach sind alle Sachen gelöscht. Das war jetzt so eine Zeit, wo der BKA erst anfing, überhaupt Daten, ja, ich weiß nicht, die haben so ein paar, also nur Textnachrichten, die konnten Kilobyte Daten übertragen. Ja, klar, die hatten ja doch also nichts. Die Aachener Versicherung hat auch nichts mehr gehabt. Die löschen ja auch alles nach 10 Jahren. Also ich habe ein paar Leuten gesagt, probier's rauszukriegen. Aber nichts. Ich habe keine Unterlagen mehr gehabt. Ich nehme an, ich habe das damals alles abgegeben. Dem BKA war vielleicht ein Fehler. Sonst hätte ich irgendwelche Nummern noch gehabt. Das wäre sicher lustig gewesen. Schon, weil, oder? Weil jetzt. Porsche und Ferrari sind nicht Autos, die man nicht einfach verschrottet. Sondern eigentlich behält. Aber irgendeiner, der muss jetzt, also er ist gelb unten drunter, ein Sonderlack, Auberginefarben schlecht übergespritzt wahrscheinlich. Schwarze Chromleisten muss er gehabt haben. Ja, ja. Hat er Einschusslöcher gehabt? Nein. Nee, aber das war ja, das Auto das stand er, ja richtig. Nee, das hat er nicht gehabt. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass der Besitzer, der war nicht sehr professionell lackiert, das habe ich schon gesehen, dass der wahrscheinlich irgendwann auch eine Kur unterzogen wurde, wodurch alle Spuren vernichtet sind. Und am Sitz klemmt vielleicht noch die ein oder andere Visitenkarte nobler Restaurants. Es gibt ja Leute wie der Baghetti, der hat bei der Tagaflorio immer Kaugummis unten angeklebt, die er vorgekaut hat, dass er die nur nehmen musste und in den Mund stecken. Sowas hätte man aber gleich die. Also das Auto haben sie aufgehoben, weil damals diese Prozesse liefen und die hatten ja zum Beispiel in Heidelberg, hatten die ja in amerikanischen Kasernen, haben die ja Anschläge verübt. Und da konnte man an dem Sand und so, an Fußspuren und so, an Schuhen, konnten die erkennen, wer da war und wer nicht war, durch genaue Identifikation. Und deswegen haben die eben auch solche Autos 2 Jahre noch aufgehoben, um bei der Spurensicherung eventuell noch was zu finden. Jedenfalls, das Auto hieß damals, bleibt noch hier. Sie haben eh nur das Auto. Da war das Interesse für mich eigentlich erloschen. So, und Sie sind mit immer auf Achse zu allen möglichen Formel-1-Rennen gefahren. Haben Sie sich irgendwann auf Formel 1 spezialisiert eigentlich oder gesagt, ich mache alles an Motorsport, was kommt? Nee, es fing eigentlich anders an. Ich habe, der Freund von mir, der ist auch nach Le Mans gefahren. Und das fand ich auch toll, weil mich hat fasziniert, dass dieselben Leute, die Formel 1 gefahren sind, zum Beispiel die ganzen Ferrari-Fahrer, die sind dann auch in Le Mans gefahren. Und die Autos fand ich ja fast noch viel reizvoller, solche GTOs, Testarossa und sowas. Boah, und da ist, also das erste Jahr ist noch Phil Hill mitgefahren, ja, der Weltmeister in der Formel 1 61, den ich leider verpasst habe, weil 62 war mein erstes Jahr. Und mit dem bin ich auch später, habe ich mich angefreundet, seine Frau war aus Leipzig, ja, toller Typ. Ja. Und dann habe ich ein paar schöne Bücher geschenkt und so. Und vor
zwei, drei Jahren habe ich diese Bücher wiedergefunden. Und zwar hat sein Sohn, auch Rennfahrer, auch in Amerika, hat das ganze Haus mit allen Utensilien an Sotheby's oder was gegeben. Und da haben die Tausende von Losen gemacht. Ja. Und da war unter anderem auch Bücher vom Vater signiert oder auch nicht sehen. Da standen schön auch meine Bücher dabei. Irgendwann habe ich mal geschrieben, habe gesagt, sag mal, hast du eigentlich alles verhökert? Ne, ein paar Sachen hat er schon behalten, aber meine Bücher natürlich nicht. Aber ich glaube, eine Uhr hat er behalten, die der Vater von Le Mans bekommen hat. Aber so ist es halt. Ja, was soll man keinen Bezug der dazu musste, erstens, das, der musste das Haus leer kriegen. Ja. Ich meine, der hat da sich ein Schloss, ein Mausoleum gebaut, der alte Hilde. Der hat ja in seine Welt auch gelebt, war der anerkannteste Mann damals, einzige Formel-1-Weltmeister aus USA, bevor Andretti das wurde. Ne? Mhm. Also, er war ein toller Bursche. Ich mochte den schon. Also, so Fahrer kennenzulernen, war natürlich für mich ein anderes Erlebnis als für Wolfgang zum Beispiel, der da gleich so mit Haug und so richtig reinwuchs. Wolfgang Wilhelm, meinst du? Wolfgang Wilhelm, der natürlich. Der hat gerade bei mir auch zu Gast war, ja. Weil ich, wie gesagt, seine Story natürlich ein bisschen kenne, aber jetzt noch mal intensiver erlebt habe, aus seiner Perspektive. Ja, ich war ja der einzige Deutsche fast. Da war ja, zu meiner Zeit gab es einen Dr. Benno Müller, das war ein Arzt, der war befreundet mit dem Chefredakteur von Automotor und Sport und hat dadurch ein paar schöne Bücher auch gemacht, hat sich nur für Porträts interessiert. Und ich habe ihn nur so durch den meinen Freund vorgestellt bekommen, der natürlich alles kannte als großer bayerischer Fan, ja. Und der hat uns bekannt gemacht und dem hat es gefallen, dass ich also als Fotograf, Profi auch richtig da dran bin. Und das Interessante war, ich habe da noch keinen so einen Zugang zur Presseabteilung gehabt. Dann hat er gesagt, Herr Stengemilz, wenn Sie wollen, ich fahre immer Samstag nach Hause. Ich kann es nicht ertragen, wenn einer meiner Freunde stirbt. Wenn Sie meinen Fotoausweis haben wollen, ich gebe Ihnen den, der ist bei Ihnen ja gut aufgehoben. So habe ich ein-, zweimal von ihm einen Durchstrengausweis bekommen. Das war, habe ich nur im Kopf und deshalb fand ich auch toll. Später war das ja auch alles einfacher. Mein Freund ging nach Monte Carlo, als ich das erste Mal mit bin. Der hat Praliniere gehabt, ein paar Flaschen Wein. Dann ist er zu einer blonden Pressechefin hin. Hat er präsentiert, oh, ja, toll. Dann hat er gesagt, wie viele Ausweise brauchen Sie? So ging das. Dann hat er gesagt, ja, für meinen Freund brauche ich eine Fotoarmbinde und mit mir auch noch eine, ich kann da mitlaufen und so. Und dann hat er zum Schluss 4 oder 5 Ausweise gehabt für seine Freunde. So ja, war das. Da gab es ja noch kein Ebay, wo man es versteigern konnte. Aber so war das halt eine schöne Zeit. Ja. Ich habe in meinem Buch drin, da habe ich mal so die ganzen mit den Bildern noch von mir, die meistens ja auf den Armbinden drauf waren. Ja. Die schon sehr Bader-Meinhof-ähnlich damals die Zeit war, aber ich wurde dann immer kultivierter. Ja. Nur mit den Haaren klappt das nicht. Die wollen und wollen nicht ausfallen. Ja? Deswegen muss ich immer noch einen Friseur regelmäßig wie besuchen. Wie zynisch, das mir gegenüber zu sagen. Na, ihm gegenüber nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe gute Gene. Sagen wir mal so, das ist meine Mutter hatte Haare bis, und das ist natürlich schon schön. Ja. Wenn man auch sagen kann, man hat irgendwas Positives. Wenn Sie jetzt, würde ich gerade sagen, wie einfach das damals war, an die Tickets zu kommen, was ja auch einfach war, war die Fotos zu machen, zumindest die Fotopunkte zu finden. Man konnte einfach überall an die Strecke. Oder ich finde, wenn man die alten Fotos von früher sieht, dann sagt man, Moment, der stand da draußen in der Kurve, dazwischen war keine Leitplanke oder lag auf dem Boden. Also das war schon gefährlich. Ich war wirklich an Stellen, wo eine Stunde später einer rausflog und das Auto ausbrannte. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Es war natürlich auf der anderen Seite auch schön. Ich konnte Erdbeeren suchen am Nürburgring, wilde Erdbeeren, diese schönen kleinen. Und plötzlich hörte ich in einem Auto und dann konnte ich meine Kamera wieder nehmen, meinen Punkt anpeilen. Und dann kam der und flog über den Hubbel und ich wusste genau, dann kriegst du. Also die Kombination war schön. Das Risiko war schon klar. Aber sagen wir mal, die Fotostellen, die musste man sich schon selbst wirklich aussuchen. Es ist nicht so, dass man jetzt überall fotografieren konnte oder wollte, weil natürlich die spannenden Punkte waren einfach auch, wo der Hintergrund passte, wo der Winkel und also das Licht gut war. Das musste man sich schon nach fotografischen Gesichtspunkten raussuchen. Und das habe ich in Monte Carlo immer wieder geschafft. Also die Zäune wurden immer höher. Erst waren es 3 Leitplanken, da lag man drunter oder drüber. Oder die Stadt, ja, hoch, auch der Berg hoch, da hockten wir auf den Betonpfeilern von
von Eingängen, von Villen oder so, mhm. ja. Ich habe, also in den letzten Jahren habe ich natürlich gesagt, Mensch, wenn da mal einer hoch aufgestiegen wäre, die gingen ja nebeneinander da hoch, ja. ja. Die waren ja nicht hintereinander beim Start, sondern schon zwei, drei Jahre nebeneinander. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, mein lieber Mann, da hat es schon irgendwo jetzt etwas passieren können. Man denkt ja nicht nie so weit. Allerdings gibt es natürlich immer Stellen, wo ich dann doch sagte, komm, das musst du nicht dir antun. Aber der Reiz war schon auch für mich besonders, ich wollte ja auch nicht zurückstecken. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ja, früher war alles anders, war viel toller. Ich habe gesagt, es hat auch seinen Reiz, wir sind sicherer. Natürlich ist der Abstand immer größer geworden in Kurven. Man hat das ausgebaut, hat Sand gemacht. Fotografen würden immer weiter weg. Dafür würden die Objektive immer länger und schwerer. Das hat es ein bisschen ausgeglichen. Aber ich würde trotzdem sagen, es war immer noch eine Herausforderung. Ich habe ja auch eine besondere Technik, hat mich ja auch gereizt in der Formel 1, die nicht ganz so abhängig ist von solchen Dingen. Ich habe als 69 das Zoom Objektiv von den Japanern eingeführt wurde. Mhm. Und da kam ja auch dann die Spiegelreflex und so weiter mit denen. Habe ich mir ein Zoom gekauft. Das war noch ein 50-300. Das konnte man also nur mit dem Stativ benutzen. Und hatte die Idee, wenn das Auto auf mich zufährt, dann kann ich das relativ gleich groß lassen, wenn ich zoome in mhm. der längeren Zeit. Mhm. Und wenn der Hintergrund dann farbig ist, dann ist der wie eine Explosion. Mhm. Und das habe ich also gemacht, in auf der Targa Florio mitgenommen, Straßengraben gesetzt. Da kann man also immer hören, wann ein Auto kommt. Ich saß da, die Leute haben Kinderwagen auf der Straße geschoben. Wenn sie ein Auto hörten, dann sind sie auseinander gespritzt und war Platz. Und da habe ich wirklich da angefangen, 30., 60. geschlossene Blende. Und dann habe ich also das Auto im Fokus gehabt und habe das Zoom mitgezogen. Und im Hintergrund saßen die Leute so im Hang und die waren wie eine Explosion. Draußen das Bild haben sie gesehen. Ich habe es gesehen. Es wird ja das Titelbild ihres neuen Buchs. Das ist das Titelbild. Ja, ja. Na, das ist jetzt ein Titelentwurf, den haben wir jetzt auch geändert. Jetzt ist das Bild wieder frei. Der Titel ist nur oben drüber. Ja, okay. Ja, okay, ja. Nur ganz kleinen Taschen. Es hat mir total Spaß gemacht. Also mit diesem Verlag, die erstmal sagten, also toll, machen wir. Da kamen sie mit einem anderen Vorschlag von wegen Format. Da würden die Bilder lockerer wirken, wenn es quadratisch ist. Ich habe also so ein Format, so 5:6 oder sowas. Mhm. Ne? Aber ich wollte nicht quadratisch oder Hochformat, sondern ich wollte leicht. Und das ist ein halbes Jahr Arbeit von mir. Davon gehe ich aus. Ich habe mir die Bilder rausgesucht. Aus dem 10-fachen Teil etwa, habe Porsche bezogen, habe gedacht, das musste, weil die haben immer gesagt, ja, wir würden ja ihr Porsche, ihr Sportwagenbuch nehmen für 30 Mark, war das bei, nee, 30 Euro bei Könemann. Ah, aber da sind ja auch Ferraris drin und Alfa Romeos, das geht nicht. Und außerdem ist es zu billig für unseren Shop. Es war ein Könemann-Buch, 30, Sie kennen das Buch, ne? Hm. Das mit dem Le Mans-Start vorne. Ja, klar. Ja, ja. 62 bis 73. Und diesmal habe ich halt gedacht, jetzt machst du mal was für Porsche. Und dem Freund sagt, du hast so viele Porsche-Bilder, mach doch mal unter dem Gesichtspunkt was. Und dann habe ich das so gebastelt. Ja, habe keinen Schreiber gefunden. Da habe ich gesagt, du hast ja ein Abi auch eine 1 gehabt. Könntest du eigentlich auch eine, könntest du auch mal gucken. Und ich habe auch relativ gerne gute Briefe geschrieben, die ein bisschen Feuer hatten. Dann habe ich dem Janusz Wimpfen. Ich weiß nicht, ob Sie die Bücher kennen. Nee. Das sind zwei dicke Bände, wo alles minutiös geschrieben ist. Aha. Österreich, Ungarn ist, glaube ich, lebt in Amerika. Diese Bücher hatte ich schon mir gekauft, als ich meine ersten Daten brauchte für diese 5 Bände. Ja, das sind, weil da auch noch Sportwagen, die Leute gefahren sind, diese früheren Fahrer, die sind ja, Jackie X habe ich zum Beispiel mal seine Jahre hintereinander gestellt, was der jedes Wochenende gemacht hat. Der ist Tourenwagenrennen gefahren, der ist Sportwagenrennen gefahren, der ist Can-Am gefahren. Und also die haben früher ein Pensum gehabt zum Teil, das waren 30, 40 Rennwochenenden. Und die maulen jetzt rum, wenn sie mehr als 20 machen müssen und alles noch bequemer haben eigentlich. Ne, wobei ich glaube, unter der Woche haben die dieses ganze Briefing. Also ich habe wirklich das in den ersten zwei Büchern gemacht, dass ich diese ganzen minutiösen Dinge mal aufgeschrieben, wo der war,
Das ist hochinteressant, ja. Das sieht man. Und das hat mir eben auch in dieser Zeit so gefallen, dass also in Le Mans, Tiger Floyd sind diese ganzen Formel-1-Fahrer da gewesen. Und allein schon in der Woche habe ich gearbeitet wie ein Blöde. Dann bin ich am Donnerstagmorgen noch kurz geschlafen, bin dann nachts um 2-3 Uhr in mein Porsche, bin nach Le Mans gefahren, 850 Kilometer. Das ging aber nur bis auf der Autobahn bis Saarbrücken und dann ging Landstraße, Metz, Toul, Verdun. Da wurde es dann schon ein bisschen heller. Da bin ich manchmal an solchen Friedhöfen vorbei, von da habe ich auch so Geschichte so ein bisschen begriffen. Und irgendwann war ich dann in Paris, und dann fährt man um Paris rum und dann kommt irgendwann Chartres, kommt die Kirche auf so einer Landstraße raus. Und Chartres ist auch toll, das habe ich auch fast jedes Mal bin ich da mal in die Kirche, weil die hat traumhaft schöne Fenster. Aha. Ja, also ich habe auch für sowas Spaß gehabt. Ja, und dann nach Le Mans, da bin ich da meistens mittags angekommen. Dann musste ich ja da sehen, dass ich da einen Ausweis kriege. Ja, das war ja auch die Schwierigkeit. Die ersten ein, zwei Mal waren sehr komplett schwierig. Und dann hatte ich den Vorteil, dass ich, nachdem ich 63 und so, 62 schon von den ersten Rennen, hat mir einen Tipp gegeben, schick doch deine Bilder, Schwarz-Weiß-Abzüge, zu den paar großen amerikanischen, da kriegst du Dollar-Schecks geschickt. Mhm. Da habe ich Car Driver geschickt und Sportscar Graphic und Road and Track. Und tatsächlich, die haben geschrieben, toll, schick uns noch mehr. Und dann kamen die ersten Veröffentlichungen. Ja, das war also, und mit denen konnte ich natürlich ins Pressebüro gehen, da ich ja keine Zeitung hinter mir hatte, sondern freiberuflich war als Hobby, musste ich denen klar machen, ich bin ein Fotograf und nicht nur ein Amateur. Und das war dann ganz gut. Und ich erinnere mich, gerade wenn wir drüber sprechen, ich war 63 Le Mans und kurz darauf habe ich den Günter Molder getroffen. Der war Chef der Flugrevue, Chefredakteur bei Motorpresse, wurde dann später Pressechef bei Daimler-Benz. Und der hat damals auch Rennen mit fotografiert. Also auch sehr professionell, hatte natürlich alle Unterstützung. Und ich hatte den auch durch meinen Freund kennengelernt. So. Und der kam bei irgendeinem Rennen nach dem ersten Le Mans-Rennen zu mir und sagt, Donnerwetter, Herr Schlegelmilch, ich habe Ihre Doppelseite gesehen in Automotor und Sport, denen ich auch ein paar Bilder geschickt hatte. Da hatten die von ihrem Hausfotografen, Julius Weidmann, hatten die eine Doppelseite drin. Der hatte sonst immer mehr drin. Und von mir haben sie auch eine Doppelseite gemacht. Und da sagt er dann noch, der Günther Molder, da habe ich wirklich mal gesehen, dass man auch nicht nur immer an derselben Stelle sitzt jedes Jahr, sondern dass man da rumlaufen kann und kann ganz tolle Bilder. Und ich hatte Glück, dass der Willy Mares plötzlich sein Auto irgendwo abstellen musste, weil es versenkt war. Und da kam er mit einem abgerissenen Ärmel an und es blutete. Oh, tolle Bilder. Ja, und dann war krass. Das Bild, wo der Vater vom Edgar Barth, ja, der vom Jürgen Barth, vom Jürgen, der hatte, war ja aus Thüringen übrigens, ja, genau. Der hatte einen Porsche gefahren und diesen 2 Liter da und dem war ein Rad abgegangen, kurz so ein paar hundert Meter vor der Box und damit er nicht disqualifiziert wurde, musste er selbst das Auto zur Box schieben. Dahinter waren natürlich alle Wichtigen wie Huschke von Hanstein, alle haben sie angefeuert und der arme Kerl hat und hing dann verzweifelt, fertig an der Box, während die Mechaniker ein neues Rad drauf machten und dann ist er noch Achter geworden mit seinem Partner. Ja, diese Erlebnisse hatte ich und dann waren da in der Ferrari, und das waren ja noch diese tollen Boxen, wo sie oben drauf saßen, ja. Ja, die Zeitnehmer und so. Die Autos waren Techniker. Davor, da gab es keine Garagen und sowas. Da war der Start, die Reifenstapel waren dahinter, die Leute saßen da oben drauf, die Ehefrauen nahmen die Zeit. Ich wollte gerade sagen, die Frauen haben mit der Stoppuhr. Und da saß dann ein John Surtees und ein Lorenzo Bandini, die miteinander gefahren sind in Ferrari. Ja, das war ja, das roch übrigens, gab einen Geruch damals, auch nur noch ein, zwei Jahre, nach verbranntem Rizinusöl. Es war so wie weiße Trüffel, also irgendwie ein ganz extremer Geruch, intensiv, aber der hatte ja eine emotionale Ausstrahlung. Mhm. Und ich weiß noch, Jahre später, wenn ich diesen Geruch irgendwo bei so einem historischen Auto, da ist mir richtig, also wirklich, da haben sich die Nackenhaare, wahrscheinlich auch ein Schweißausbruch eingestellt bei mir. So intensiv war dieses Erlebnis, diese Erinnerung dieser Autos.
Die haben also Rizinusöl reingehabt, weil sie noch nicht diese künstlichen synthetischen Öle hatten. Mhm. Also das sind so kleine Erinnerungen, die einfach dazugehören. Sie haben ja mehrere Bände rausgebracht zu den verschiedenen Ehren. Und das finde ich ganz besonders toll, weil da sind, also drei davon habe ich und da sind genau die Hochzeit für mich, wo ich, also die Schumacher-Ära jetzt mal von hinten angefangen, dann war Senna davor, Niki Lauda, davor war... Also Jim Clark war die erste Ära. Stewart, Lauda, genau, Lauda, Senna, ja. Schumacher. Ja. Also Sie sehen, das, mein Gedächtnisverlust ist noch nicht so stark. Wie bei mir, genau, aber die ersten beiden Bücher habe ich nicht. Das sind so Kontrolle, Selbstkontrolle. Ja. Also, die Geschichte ist ganz lustig. Ich hatte damals schon Kontakt mit dem Hehl Verlag. Hehl Verlag ist ein Verlag, der relativ schlicht was rausbringt. Ich habe mein erstes Schumacher-Büchlein rausgebracht, so ein gelbes Ding. Ja, und als ich zum Schumacher bin, das war am Wochenende, wo er seinen ersten Sieg in Spa-Francorchamps hatte, bin ich am Samstag zu ihm hin. Ich habe gesagt, der Hehl möchte sowas machen. Ich habe jetzt 100 Bilder zusammengestellt und wäre doch toll, wenn er mir was schreiben würde dazu. Dann sagt er, ach, geh zum Willi, red mit dem. Dann sagte der Willi zu mir, ja, so ein Vorrat, 10.000 Mark. Er sagt, Willi, spinnst du? Wir waren ja alle so. Ich habe gesagt, dann kostet das Buch anstelle, sagen wir mal 10, 12 Mark, kostet dann 15 oder 16. Findest du es gut, dass die Fans 5 Mark mehr bezahlen müssen? Nur damit der Herr Schumacher, der noch nicht mal ein Rennen gewonnen hatte, aber natürlich schon seine riesen Fangemeinde hatte. Ja. Auf jeden Fall, die Äras sind anders entstanden. Ich warte, irgendwann hat der Hehl eine Grillparty gemacht und der hatte in einem wunderschönen Grundstück in Königswinde von der Familie Strewe-Mühlens, hat er, das war, was weiß ich, das Elternhaus oder sowas, da hat er seinen Verlag drin gehabt. Mhm. Das war eine schöne Ambiente. Und irgendwann sitze ich neben einem netten Herrn, Grau, Bart und so weiter, und dann sagt er, da müsst ihr euch mal unterhalten. Das ist vielleicht was für Sie, Herr Schlegelmilch. Dann stellte sich raus, es war der Herr Strewe-Mühlens, der damals so um die 50, Anfang 50 war, hatte gerade seine Firma verkauft mit einem Neffen oder sowas. Das hat es auch ein paar Schwierigkeiten gegeben und hatte gerade angefangen zu leben. Und zwar, der sich Rennwagen gekauft hat, mit seinem Sohn Kurse besucht bei Martin Stratton. Oh ja, ein toller Typ, toller Typ. Der, also den Tyrrell zum Beispiel bei den hysterischen, historischen Rennen. Ja, ja. Ganz toll. Also auf jedem zweiten historischen Formel 1 Auto steht Stratton. Alles drauf, gut. Ne? Er hat auch einen tollen Service. Ja, genau. Gut, da hat er natürlich der Strewe Mühlens sich einen Lotus gekauft, den Originalwagen von 62 von Jack Brabham. Dann hat er sich einen Ferrari gekauft. Da habe ich ihn dann auf der Mille Miglia auch getroffen mit eigener Mechaniker und sowas. Und, aber ein Vierzylinder, das ist bestimmt der andere Typ, weiß ich. Also kein Zwölfzylinder, ein Vierzylinder. Der war dafür ganz gut geeignet. Auf jeden Fall haben wir uns dann zusammengesetzt. Oh, und dann sagt der Strebe, das macht er. Und dann sage ich, wäre es doch toll, wenn wir ein Buch machen würden. Ja, Sie haben doch da Spaß dran. Ja, finde ich schon interessant. Ja, also historische Rennen über die Fahrt. Damals war also, meine Idee war natürlich schwarz-weiß. Das hat ihn auch gefesselt. Ja, habe ich gesagt, ich mache mal ein schönes Layout und so weiter. Und dann war es Interessanteste eigentlich, dass er sagte, aber das muss meine Frau sehen. Die ist Kolumbianerin und sehr tough. Ja? Und dann habe ich das mit den beiden präsentiert. Und sie hat es sehr fachmännisch durchgeguckt. Er sah mehr so eine euphorische Freude. Ja? Und dann sagte, eins muss ich sagen, das sieht so toll aus, das machen wir. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Jim Clark. Dann habe ich das organisiert. Dann ist er mit mir zur Buchbinderei gefahren, nachdem es gedruckt war. Und wir haben 1800 Bücher jeder unterschrieben, nebeneinander sitzen, es war richtig schön, aufgeschlagen, verpackt und sowas. Also es war ein schönes Erlebnis. Und diese Clark-Ära, schön Schuber, war auch ziemlich teuer im Aufwand. Ich habe meine Fotos bezahlt bekommen, was schön war natürlich. Aber wir haben nur vom Feinsten. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass das Triplex war. Also nicht nur schwarz-weiß, schwarz-weiße Farbe, also
mit Schwarz gedruckt, ja, sondern das war ein Schwarz, ein tiefen Schwarz und einen Farbton. Und dann hat es, und dann noch Lack. Ja, okay. Und damit es noch ein bisschen aufwendiger war, habe ich Blätter gehabt, die wurden mattschwarz lackiert und die Bilder glanzlack lackiert. Also so richtig ordentliche Druckgänge. Ja. Und das war also nicht etwa wie ein Verlag kalkuliert, maximal 20% vom Verkaufswert, dass so ein Buch, also in der Produktion kosten. Das war dann bestimmt, obwohl wir haben es 480, aber 1800 Bücher nur, 480 Mark. Und also ich glaube, den hat das Ganze 45-50% fast gekostet, dieses ganzen Tor. Es war egal. Also, ja. Ja, okay. Es war sein Buch und das hat er auch toll präsentiert. Ich habe ihn auch immer gleich als Ideengeber dazu und er war der Produktionschef, Verleger heißt das, ja. Und dann konnte er mit dem Buch zu seinen englischen Freunden fahren und war wirklich happy, hat auch dadurch an Kompetenz, ja, die er natürlich auch angestrebt hat. Und er sprach perfekt Englisch, Französisch, Spanisch. Mhm. Also er war im Marketing seiner Firma sehr, sehr aktiv. Dann St. Moritz, Cresta fahren, da hat er die richtigen Leute auch gekannt. Ja, das ist ganz klar. Ja. So ist er erzogen worden. Also jedenfalls hatten wir eine sehr herzliche Freundschaft und die haben wir heute noch. Und ich kam dann auf die Idee, wie wär's, wenn wir weitermachen? Wir machen auch noch eine Stuart. Das bietet sich an. Alle Bücher waren signiert und nummeriert. Mhm. Jochen von Osterroth, einer unserer echt alten Kranten, saß da, hat kalligrafisch mit einem Federhalter jede Nummer fein. Der war ja auch schon bei mir zu Gast. Das ist, wunderbar. Ja, ganz Jochen wunderbar. Ist ein Unikat. Ja, ja. Der Jochen ist natürlich auch einer, der, egal ob er Geld kriegt, so einen Job macht. Diese Art Leidenschaft wird immer ausgenutzt. Auch bei Fotografen, die Bücher machen wollen, gibt es wirklich Leute, die glauben dran, wenn der Buch macht, ist es dem völlig wurscht. Es gibt auch Leute, die heute umsonst, wenn sie nur ihren Namen sehen, Bücher machen. Hm. Das ist auch nicht so ganz normal, aber es ist leider so, dass die Verleger das eben nutzen, diese Chance. Ich habe da nicht mitgespielt, das brauchte ich Gott sei Dank nicht. Ich wollte ja sagen, Sie haben natürlich auch das Glück, dass Sie zu einer Zeit fotografiert haben, als es noch nicht so inflationär war. Ja, ich habe also auch, die Leute haben schon kapiert, das macht mal einmal mit mir, aber dann nicht mehr. Ich gebe nicht gerne Grafiker Bilder und der macht dann, was er denkt, der noch nie auf dem Autorennen war. Hm. Ich habe mir eigentlich durch die Fotoschule habe ich Grafik ein bisschen gelernt und dann habe ich angefangen, meine Bücher mehr oder weniger zu gestalten, in dem Bilder sprechen miteinander. Mhm. Also Text ist eigentlich, der lief immer parallel dazu, auch was Hartmut Lebring immer geschrieben hat. Der hat selten direkt Bilder beschrieben, sondern der hat einen schönen philosophischen Text gemacht. Eine Szene beschrieben. Also, ja. Und das ist toll, das kam auch auf die Dauer viel besser an. Ja. Also wenn wir sind in der jahrzehntelanges Gespann eigentlich gewesen. Und ja, dann ging es weiter. Dann habe ich das dann auch natürlich extrem gemacht. Ich habe so ein Buch mit bis zu 9 Druckgängen gehabt. Also da war vierfarbig, da war dreifarbig, also schwarz-weiß mit 3 und dann noch die Lacke und so weiter. Dann ist so ein Buch eben, ja, wird das war teuer. Clark. Bei Clark war es extrem. Ja. Da war ein Teil, waren Fahrer, hat also Surtees angerufen und gesagt, warum bin ich da nicht drin? Als wir ihn für ein Vorwort haben wollten. Ja. Warum bin ich da nicht drin? Das sind drittrangige Ferrari-Fahrer drin und ich bin Weltmeister. Da habe ich gesagt, ganz ruhig, du kommst ins nächste Buch. Du hast auch ganz viel Farbe. Du hast ja bis 76 bist du ja gefahren, noch in deinem Auto Formel 1. Da hätte ich ja vieles nur in Schwarz-Weiß gehabt in meinem ersten Buch. Deswegen habe ich dich für das zweite Buch aufgehoben. Da war er dann ein bisschen beruhigt, aber das hat er uns lange nachgetragen. Sie haben ganz lange in Schwarz-Weiß fotografiert tatsächlich, ne? Oder war nein, das? Eigentlich nicht. Ich habe fotografiert bis, ich hatte immer mal Farbe. Denn ich hatte eine Contarex, da hat man hinten eine Kassette dran gepackt, konnte man auswechseln gegen eine Farbkassette, Schwarz-Weiß-Kassette. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gleich eine zweite und dritte Rahmenarbeit gehabt. Da ging es mir mehr um die Objektive, dass das schneller zu wechseln ist. Okay.
Aber ich habe viele schöne Bilder in 65, 66 gemacht mit diesem genialen Kodachrom-Film. Ach, der ausgelaufen ist, dummerweise. Der, ne? Natürlich. Den machen sie nicht mehr. Jetzt gibt es Computerfilter in Kodachrom. Der war auch schwerer zu handeln. Ja, den musste man an Kodak schicken. Man hat dann 3 Tage später erst die Bilder bekommen. Während Ektachrom habe ich in Frankfurt nachts um bis 10 Uhr ins Fachlabor gegeben. Am Bahnhof, ja, in den Kasten am Zug eingegeben. Morgens ist entwickelt worden, am anderen Abend hatte ich die schon in Frankfurt. Das war also schon eine gute Sache. Das war Stuttgart, das Labor, das war das Beste. Studio 13. Ja. Und das habe ich halt jahrelang benutzt. Aber die Kodachrom-Bilder, die sind auch heute noch in einer Qualität, Schärfe. Mhm. Da hat sich nicht die etwas hellen Bilder, die haben sich dann später auch dann nicht mehr. Also ich finde, haben gelitten. Mhm. Aber die alten Kodachrom, so das Ende 60er und 70er Jahre, die waren die geilsten. Na gut, ich habe natürlich mit dem Hinblick auf Farbe, wo die Druckereien, ich habe mit Druck viel zu tun gehabt. Ich habe also in meiner Werbung habe ich schon früh mit Druckfarben Leuten zu tun gehabt, wo ich für die gerne gearbeitet habe, die mit mir Druckmaschinen, Roland Druckmaschinen, Heidelberger, da habe ich gute Kontakte gehabt, ja, auch vom Drucktechnischen mitgekriegt, dass dann Kalender und sowas interessant war, auch Zeitschriften. Ich weiß noch, kam Dieter Stappert, rief mich an, pass auf, wir wollen jetzt erstmalig eine Farbseite in PowerSlide reinbringen, mach doch auf der Targa mal 69, mach doch mal ein paar Farbbilder mit. Also habe ich natürlich Farbbilder mitgemacht. Sie haben aber nicht dieses Bild genommen, was ich auch denen gezeigt habe, sondern ein braves, wo der Auto schön durch den Schafen vor dem Ort fährt und sowas. Okay. Aber es war eine tolle Doppelseite, wo alle sagten, oh, endlich mal eine Farbe. Und das hat mich, 69 war das letzte Jahr, wo ich schwarz-weiß fotografiert habe und habe schon viel in Farbe mitgemacht und 70 nur noch Farbe. Okay. Haben Sie eigentlich mal so Tragödien miterlebt mit Fahrern, die gestorben sind während des Rennens? Das war ja immer so gang und gäbe eigentlich, ne? Ja, es war gang und gäbe. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr Abstand gehabt, weil ich natürlich als Deutscher nicht diese Nähe zu den Engländern hatte. Ich hatte aber viele Freunde. Mhm. Ich habe in der Schule ja Gott sei Dank Englisch gelernt. Das hat mir also auch geholfen. Ich habe viele Journalisten gehabt, die mich sehr schätzten, wo ich dann da wohnen durfte, in Seven Oaks zum Beispiel, wenn ich nach Brands Hatch gefahren bin. Und da habe ich auch die Empfehlungen oft gehabt, mit Fahrern ins Gespräch zu kommen. Mhm. Aber als Deutscher war es schwieriger. Als die englischen Kollegen, die mit der Zeitschrift verbandelt waren, die haben das viel leichter gehabt. Aber ich war immer so Amateur und sowas. Und witzigerweise, 1993 habe ich mein erstes großes Hammerbuch rausgebracht, das Fascination Formula One. Mhm. Und da hat die Agnès Carrier von Marlboro, Philip Morris, hat gesagt, oh, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk von uns Journalisten. Da hat die 500 Bücher gekauft und hat die an Journalisten und alle möglichen Leute geschickt von Marlboro an Weihnachten. Mhm. Und da habe ich Briefe bekommen. Und als dieses Song neu anfing, kamen Engländer auf mich zu und gesagt, jetzt wissen wir endlich, was du machst. Wir sehen dich seit Jahren rumlaufen, geschäftig und fleißig. Aber wir sehen nichts. So, Deutsch, ich habe ja nicht für Zeitschriften gearbeitet. Nee, das haben sie nie gemacht. Warum eigentlich nicht? Also so fest für einen Verlag? Ja, also fest wollte ich sowieso nicht sein. Okay. Ja? Ich habe einmal, wer war das? Einer hat ausgesetzt, entweder war Wolfgang nicht oder jedenfalls habe ich ein Jahr für eine Hauke gearbeitet bei Automotor und Sport. Okay. Aber das war, die haben natürlich gedacht, der kommt dann immer nach dem Rennen zu uns. Das habe ich natürlich nicht gemacht, habe denen Bilder geschickt und so. Also die haben sich da nicht so ganz wohl gefühlt. Dann musste ich auch noch einen Blitz benutzen für manche Sachen, wo sie meinen, das müsste um. Das habe ich ja auch nur, ich habe nur ein Jahr den mal dabei gehabt. Ja. Ich habe aber nie Blitz genommen, wie meine ganzen Kollegen, da Blitz sieht. Ich habe das abgelehnt. Ich gesagt, entweder kann ich das Licht nehmen, was da ist, und ich richte mich danach, oder ich mache kein Bild. Das konnte ich mir auch erlauben. Die mussten ja. Ich musste nicht. Ich konnte mir meine Bilder aussuchen. Das war also der ganz große Vorteil. Diese Freiheit, die auch die Leidenschaft letzten Endes miteinander verknüpft hat. Mhm. Ja, das ist klar. Also wenn ich gesehen habe, wie die Kollegen
der Rottensteiner vom Zwickel. 1906 musste der mit dem Zwickel schon an die Rennstrecke fahren. Da waren sie die Ersten. Da war keiner da. Da musste der Läusel schon mitfahren. das hat mir nicht gefallen. Auch diese Abhängigkeit, dass man und dann hinschicken und dann die behalten das. Ich meine, ich habe irgendwann auch Bilder von mir, die ich denen mal gegeben habe, mal zurückgekriegt. Aber ich weiß noch, das ist also vielleicht 15, 16 Jahre her oder so, habe ich in Spanien ein Ferrari von oben fotografiert, von der Presse aus, brennt, wer wegfährt, Benzin. Hm. Tolles Bild. Ich sage zu Michael, den Schmidt, den ich treffe, du, ich habe das Bild gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Brauche ich unbedingt. Schick's mir sofort der Stücke. Okay, mache ich. Ruft mich der Michael Schmidt an und sagt, du, tut mir leid, das Bild ist zwar toll, aber als ich das denen präsentiert hatte, haben die gesagt, spinnst du eigentlich, Herr Schmidt, du ungefähr? Wir haben zwei Fotografen, die wir bezahlen. Dann nehmen wir doch nicht vom Schlegelmilch ein Bild, nur weil es was drauf ist, was die nicht gekriegt haben. Wir haben genug andere Bilder. Das war die Bemerkung. Und da war für mich sowieso, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Ja, stimmt. Also, aber wie gesagt, ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe selbst meine Bilder gehabt. Ich hätte die auch ungern irgendeinen Verlag gegeben. Mhm. Und zwar ist ja auch für das Gute gewesen. Sonst hätte ich so Sachen ja nie machen können. Ja, stimmt. Und Sie haben ja auch nicht nur Motorsport gemacht, sondern auch immer logischerweise normale Straßenautos. Ne? Dadurch sind ja auch die ganzen Straßenautos. Ich habe vom Könemann, der kam mir auf die Idee, schon nach dem ersten Jahr, wo wir das Formel-1-Buch gemacht hatten, 1993, erst noch ein Schwarz-Weiß-Buch zu machen. Das hatte ich eigentlich schon vorher fertig, weil ich die Bilder hatte. Das ist auch toll, Portraits of the 60s. Das hat er dann 1994 gemacht. Ist auch ein tolles Buch geworden. Nur schöne Schwarz-Weiß-Porträts, fast alles Fotoschule. Da bekomme ich irgendwann einen Anruf. Ja, sagen Sie, Herr Schlingmilch, ist denn Herr von Trips nicht auch ein großer Fahrer der 60er Jahre gewesen? Ich sagte, ja, wieso fragen Sie mich das? Ja, ich bin die Sekretärin von Herrn Trips gewesen. Ah, sag ich, wissen Sie, das ist die Tragik meines Lebens, dass ich erst 62 zum Autorennen kam und vorher absolut keinen Gedanken dazu verschwendete. Und Herr von Trips ist leider 61 tödlich verunglückt. Und deswegen ist er leider nicht in meinem Buch drin. Also sie hat es dann geschluckt. Aber solche Dinge erlebt man dann natürlich. Aber das Buch ist auch ein Hammerbuch gewesen, weil es also diese schönen Schwarz-Weiß-Bilder hatte. Mhm. Und das war das zweite große Buch von Könemann, was er auch super verkauft hat anscheinend. Wo heute die Leute nur aus England kommen. Ich wollte gerade sagen, und heute zahlen sie 1.000 Euro dafür. Das ist das Schöne eigentlich, dass man da ein bisschen dran erkennt, was so in Secondhand oder so passiert. Mhm. Bei den Büchern klappt es ja wirklich. Da habe ich wirklich ein paar Bücher. Wenn die dann nicht mehr da sind, dann werden die teurer. Mhm. Das ist witzig. Müsst ihr euch selbst sammeln. Aber das Senderbuch zum Beispiel, das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Das müssen Sie sehen. Das war wirklich was ganz Besonderes. Da habe ich so einen Verrückten kennengelernt, der Papierhändler war, aber leidenschaftlicher Fan. Sagte, ich habe das Papier und du machst die Fotos. Okay, ich sagte, du stellst das Papier zur Verfügung, kümmerst dich um alles weiter. Tolle Lidos gemacht, alles gekümmert. Er ist sonst ein Psychopath, leider. Der hat Termine ausgemacht mit mir, dann hat er überhaupt nichts mehr gewusst. Ja, ich bin dann zu ihm gefahren mit allen Dias, habe mit ihm aussuchen wollen. Da hat er nur Musik gehört und ich habe bis nachts um drei unser Buch zusammengestellt mit meinen Dias. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt. Nein, dann haben wir es noch verstritten fast, als er sagte, oh, ich habe ja alles bezahlt, mein Vater und so weiter. Heißt, das war nicht der Deal. Wir wollten es teilen. Du hast zwar vorfinanziert, aber das war vom Gewinn, das war... Also wir waren froh, dass wir die ersten 1.000 Gott sei Dank schnell weg hatten und dann haben wir uns geärgert, dass wir nach 2 Jahren 5.000 verkauft hatten und hätten noch gut verkaufen können. Und das ist ein traumschönes Buch geworden. Das haben wir auch. Selbst Leute, die das gesehen haben, ich weiß noch, eine Stylistin vom Fernsehen, der habe ich das in die Hand gedrückt, weil sie irgendwie wartete mit mir. Die hat Tränen in den Augen gehabt, die hatte vom Senna gehört und so weiter. Und sie sprechen mich ja drauf an. Tragisch. Ja, echte genau, tragische Erlebnis war für mich Clark. Okay. Clark, ich bin noch nach Hockenheim gefahren. Ich weiß noch, ich war irgendwie spät, bin da hingegangen. Da hat es geregnet gehabt. Ich habe noch tolle Bilder gehabt. Am Samstag habe ich ein Bild, ihn fahrend und dahinter
die Total-Werbung. Hm. Und genau von Total nur die ersten drei Buchstaben. Ui, ja. Und das Bild habe ich später dann gesehen und gesagt, Wahnsinn. Du hast den Jim Clark Fahren vor Tod. Ja, dann habe ich noch ein paar Porträts gemacht beim Start und dann kam er nicht wieder. Mhm. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, wo ich diesen Schmerz empfand, was es bedeutet, wenn ein Rennfahrer plötzlich nicht mehr ist, der Idol war, und Idol für mich sowieso, das war wirklich so ein, sagen wir mal, eine Ausnahmeerscheinung, Jim Clark, so was später für die Fans Michael Schumacher wurde, ganz logisch. Und jede Generation hatte so einen tollen Fahrer, auch der Jackie Stewart, das war ein Traumtyp, ja, hatte bei 73 nach 99 dann auch aufgehört, ja, um zu vermeiden, dass seine Frau war da sicher stark beteiligt dran. Mhm. Aber das letzte Rennen, was er nicht gefahren ist, sein Freund und Partner Sever tödlich an der Leitplanke der Kopf abgesägt worden, ne? In Montreal, nee, in Watkins Glen. Das war auch so ein Teil. Gut, ich hatte da nicht die Nähe. Der ganz große Kick war natürlich dann Senna. Mhm. Da war ich auf der Tribüne und 200 Meter dahinter ist es passiert. Also Starttribüne, ja. 200 Meter, und dann kam er nicht. Und dann der Schumacher, der wusste nichts, der kam dann so an und ist dann gleich wieder gestartet. Und wir wussten das ja alle. Ja. Ja, da habe ich den Zorn gekriegt, ja. Also das war damals natürlich alles so, der Schumi konnte da nichts dazu. Hatte ihn natürlich psychisch schon unter Druck gesetzt, das ist klar. Die ersten drei Rennen, da sind ja keinen Punkt gemacht. Und Schumi hat alles gewonnen. Da sind erst einmal vom Häkchen, glaube ich, rausgeschmissen worden in der Kurve. Einmal selbst irgendwo rausgerutscht. Jedenfalls war er sehr unter Druck. Und Senna war natürlich bei mir auch erst in den letzten zwei, drei Jahren zu so einem wirklichen charismatischen Fahrer geworden. Am Anfang war es auch so ein Kämpfer gegen Prost und so weiter, ja. Die haben sich ja dann alle wirklich so gegeneinander. Wobei Berger das Gegenteil war, ne? Der hat mit dem Senna eine Traumfreundschaft gehabt. Wollte ich sagen, ja. Aber Prost und Senna waren wie Hund und Katz. Mhm. Ja? Und das hat mich damals auch sehr mitgenommen. Da habe ich auch gesagt, weil kann man einen Sport so lieben und sich dafür einsetzen, der seine Besten umbringt? Das habe ich in irgendeinem Spiegel-Interview gesagt. Damals kam Spiegel zu mir, habe ich ein schönes Interview dazu gegeben, Bilder. Ich habe auch schon meine Vergleiche gehabt, die ich ja... Oh ja, Sie haben in Monaco, da gibt es ja die Schlingelmilchkurve. Das ist eine Geschichte, also, okay, die ich anfing. Ja, genau, das habe ich irgendwann angefangen, dann habe ich weitergemacht und dann fanden die Leute es nach 10, 12 Jahren auch toll. Ne? Also Sie waren immer an derselben Stelle, muss man vielleicht dazu erklären. Ja, sagen wir mal, seit 60 Jahren fahre ich wirklich jedes Jahr nach Monte Carlo. Ja, mit dem Auto sowieso. Ja. Und für die ersten 50 Jahre habe ich fotografiert und habe mir immer ein Training genommen, wo ich an dieser Stelle die Autos fotografieren wollte. Ich habe so eine Mischung zwischen, also in meiner Einstellung zum Fotografieren und Formel 1 ist Dokumentation, ist eine Geschichte. Mhm. Ja, aber die andere ist natürlich Fotografie, schöne Bilder machen, besondere Bilder machen. Mhm. Da hat das Zoom ist zum Beispiel dazu gekommen und in Monte Carlo ist Zoomen das absolut Tollste, ja, weil da kommt man am nächsten an alle Autos. Von jeder Rennstrecke gibt es Monte Carlo, ist einfach, da gibt es Ecken, wo fast der Heckflügel an der Kamera hängen bleibt, ja. Leider auch zugemacht worden, ohne Grund. Raskas-Inn ist zugemacht worden, und diese Mitzieher, die können man nicht mehr. Aber ich habe eben andere entdeckt. Ich habe oben an der Kurve, der Löwskurve, habe ich eine Ecke, wo ich mit einer 15-Sekunde wahnsinnig schöne Wischer gemacht habe. 15 bei Formel 1, das ist ja. 15 Sekunden. Das haben wir herausgefunden, dass das das Geilste ist. Ich habe vorher länger gehabt, dann habe ich einen Graufilter mir gekauft, habe dann bis 15 Runde. Das war wie Musik. Da gibt's Bilder, die sind, ja, das ist nur gemalt, ja. Aber wenn man weiß, dass das die Autos sind, die Farben und so, und möglichst noch ein Helm, bestimmte Teile auch scharf, das ist Freude, Glück, alles, da kommt wirklich das zusammen. Und in Monte Carlo habe ich bestimmt die Hälfte der Zeit damit verbracht. Dann gibt's natürlich verschiedene Formen dieses Zooms, des Mitziehens, des Entgegenkommens. Ich habe zwei verschiedene
Zooms gehabt. Sie kennen mein Superbild, den Flammenwerfer von hinten. Ja, der, ja, da habe ich mal von hinten gezoomt, irgendwie mitgezogen, von vorne und dann von hinten. Und da habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich genau synchron mit dem Zoom aufgezogen habe, dass das Auto scharf war, der Hintergrund aber total verrissen, aber perfekt. Und dann noch kam die Explosion des unverbrannten Benzins. Ich weiß nicht, was war das, ein McLaren, ne? Das war ein Ferrari. Ein Ferrari von Johansson. Ja, genau. Von Johansson gefahren. Ja, richtig. Kann da natürlich alles so. Ja, stimmt, McLaren, das war ich enttäuscht. Das hängt hier ist hinter ihm. Dann war ja diese lustige Geschichte, wo plötzlich, wo sie in Österreich unten drunter. Ja, da ist es doch. Da, ja, links. Ja, genau. Ja, ich verlaute Bilder, da habe ich das nicht gefunden. Das ist es. Das ist es. Perfekt, das da hinten. Ohne Witz. Dann kommt es raus. Genau hinter der Leitplanke sieht man auch, wie nah sie da dran sind. Das ist, ja. Ja, genau. Da war es noch so schön. Und da hatte ich auch schon das, den guten Effekt, dass in Monte Carlo die Chefs von den Posten, die waren zum Teil 10, 20 Jahre lang dabei. Und die kannten einen dann schon. Ich habe sogar einmal Brötchen mit Gänseleber nach dem Training angeboten bekommen, ein Glas Rotwein, was die da zwischendurch sich gemacht haben. Na, komm her, wir kennen uns ja und so. Das war so ein Erlebnis. Sie haben die sich die Weißbrote mit Gänseleber geschmiert und ich bekam was ab. Das ist natürlich die beste Gänseleber meines Lebens gewesen. Und diese Nähe zu denen war auch wirklich schön. Ja, die haben auch dann gesagt, du kannst da bleiben. Die haben andere gescheucht, klar. Aber der wusste, an der Stelle ist der Schläger mich jedes Jahr. Und dann lasse ich den natürlich hin. Er konnte kommen, was wollte. Also da habe ich ein bisschen profitiert davon. Aber die viele Stellen gehen da nicht mehr. Da musste ich mir neue suchen. Ja. Aber witzigerweise, ich habe immer wieder auch neue gefunden. Ja? Aber Sie haben alle Autos tatsächlich an einer Stelle fotografiert. Und da kann man so den technischen Fortschritt sehen. Der Autos, das interessiert mich. Ja, sagen wir mal so, ich habe die alle in dieser Kurve, bevor sie nach Portierrunde, also ja, weil man hat den Wagen sehr schön diagonal, ja, und den ich habe also schön mitgezogen, aber so, dass es noch scharf war, gut, also auch nicht so ganz lange Zeit, damit der Untergrund verwischt war. Und ich habe das konsequent gemacht, ich habe immer alle Autos dann drauf gehabt, habe also dann in meinem Ferrari-Buch habe ich nur Ferraris gebracht, im McLaren-Buch nur McLaren. Und in dem Schlegel mit 50 Jahre habe ich dann nur die ersten 6 der Konstrukteurstitels genommen, damit ich nicht den ersten und zweiten das gleiche Auto habe. Ja. Ja. Und das habe ich dann von 76 bis 2012 gehabt, 36 Jahre. Und das ist in meinem Buch ein doppelter Altarfalz geworden. Ja. Wodurch ich riesig happy bin, nachdem mein Verleger sagte, das können wir nicht machen, das ist viel zu teuer. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir es in Italien. Wenn die Chinesen nicht machen wollen, dann machen wir es in Italien, schicken denen den Altarpfalz hin. Und auf einmal konnten es die Chinesen auch machen. Ja, und es war nicht teurer geworden. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das ist in dem Buch 50 Jahre Formel-1-Fotografie. Ne? Da ist es drin. Da ist das drin, genau. Ja, da ist es drin. Und das Schöne ist für mich, und zwar schon davor, dass ich oft habe mich Ingenieure angesprochen von den Teams, die ja eigentlich immer, also Fotografen versuchen, die, ich weiß noch die Zeit, wo McLaren-Mechaniker sich so gestellt haben, mit ihren dicken Waden, dass wir nie unten fotografieren konnten. Ja, ja. Aber in Monte Carlo, da hatten sie noch keine Garagen. Ja. Und gerade wenn es also morgens warm ab, Sonntagmorgens, oder wenn es eng wurde, da haben sie sich nie um uns gekümmert. Da konnten wir dann so schön, es war mehr Sport. Ja, natürlich haben wir nichts mit anfangen können. Aber es war einfach ein Sport, Technik zu fotografieren. Ich habe das stimmt. Sie konnten wunderschöne Technikbilder, auch von oben. Ja. Konnte man da vom. Da haben die natürlich nicht hochgeguckt. Da konnte ich dann schön auch Ferrari. Und später wurde das so schlimm, dass selbst Minardi Kästen auf seine Spoiler gemacht hat, damit man es nicht sehen konnte. Und dann hat der Charlie Whiting, ich habe auch mit ihm oft gesprochen, gesagt, das geht doch nicht, das ist auch aus Sicherheitstechnik. Dann hat der Charlie Whiting einen Weg gefunden, zu sagen, aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen die Sachen nicht mehr abgedeckt werden, weil oft ist vergessen worden, da sind die rausgefahren und dann ein Mechaniker gestehen, dann hat er wieder gehalten, dann wurde das dem quasi abgenommen, der Kasten. Okay.
Aber das ist natürlich auch ein Unterschied zu Wolfgang Wilhelm, der ja diese Unterbodenfotos von Ferrari wunderbar im eigenen Haus verkaufen schöne konnte. Geschichte, ja, schöne Geschichte. Ja, herrlich. So also vor seiner Nase der Wagen hochgehoben und er hat nachgewiesen, dass sie geschummelt haben mit ihrem Unterboden. Also das ist ein toller Glücksumstand. Ja, ja. Es gab andere Fotografen, die haben mal ein stehendes Auto, haben sie in die Pedalerie bei Beltlaren rein fotografiert und haben festgestellt, dass da irgendein anderes Pedal oder eins gefehlt hat, irgendwas. Mhm. Jedenfalls hat es einen riesen Wirbel gegeben, dass wir Fotografen die Frechheit haben, da überhaupt hingehen zu dürfen, ja, also Pack Fermé und so weiter. Ich habe, also die haben mich ab und zu böse angefeindet. Ich habe gesagt, ich will doch nur das Licht, was da so reinkommt. Pack Fermé, wenn die Sonne abends kam und die stehen hintereinander, tolle Bilder konnte man da machen. Aber es war verboten, Fotograf darfst du nicht hin, ganz streng alles abgehört. Also ein paar haben mich gelassen, die mich länger kannten, aber andere, die neu waren, das war immer ein Riesenspektakel. Der Charlie Weiding war eigentlich noch relativ okay, ja, weil mir einen gekannt hat und mir ist passiert. In Valencia gab es eine tolle Kurve, wo die außen rumfuhren, aber ein totaler Draht, da hat gefehlt. Da habe ich gesagt, Charlie, war letztes Jahr noch offen. Das ist so eine schöne Stelle, da kann man wahnsinnig mitziehen, ganz nah dran mit einer 5000stel oder so. Da habe ich gesagt, okay, ich schicke dir einen Mann hin, der das aufmacht. Geh hin, Viertelstunde vorher. Ich war dort, Charlie Weiding hatte mir einen Marshall hingeschickt mit seiner Handsäge, irgendwas. Der hat mir ein richtig schönes Loch geschnitten. Ganz seltener Fall. Ja, ja. Wo er eingesehen hat und mir geholfen hat. Das ist wirklich, also wie auch Wolfgang sagt, Tilge, riesentolle Rennstrecke. Ich nenne ihn nur Herrn der Ringe, wenn ich ihn sehe, ja. Aber für uns was zu machen, eine Überlegung mal zu machen, was wäre für Fotografen interessant, denkt kein Mensch dran. Dabei ist es da eigentlich tolles Marketing für die Strecken, wenn tolle Fotos in die Welt geschickt werden. Es wären tolle Möglichkeiten, ja. Dann müsste, wir hatten ja früher einen Fotografensprecher, einen Franzosen, der war mal Fotograf und hat dann so seine letzten Jahre gesehen, dass er da eine Chance hat, Beamter zu werden. Und der ist dann rum und hat manchmal mit Fotografen und haben so Löcher wo geschnitten, die natürlich nie da waren, wo sie wirklich maximal, weil man kann es wirklich erst sehen, wenn die Autos fahren und nicht schon am Donnerstag vorher. Da kann man nicht Löcher schneiden. Man muss wirklich sehen, die Linie, die die Autos fahren, wenn man präzise solche Löcher machen will. Naja, gut, da gab es die Zeit, wo wir irgendwann selbst zur Selbsthilfe geschritten sind, haben wir eigene Drahtscheren in der Tasche gehabt und kurz vorm Start, wenn da war, haben wir angefangen, uns ein Loch zu schneiden. Wie, ja? So frühe Klimaaktivisten eigentlich. Ja, wir waren so eine Art, ja. Und dann war es leider bei einem Rennen so, dass plötzlich der halbe Zaun zerschnitten war, ja. Weil jeder hat so sein eigenes Loch gehabt und da gab es einen riesen Aufstand und Ärger und Verwarnungen und ein Kollege, dem haben so drei Rennen den Pass gesperrt und so weiter. Also wurde es dann richtig böse, habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Ja. Das war eine Zeit, dann gab es Zeiten, wo wir weggehen sollten in der ersten Kurve, weil die gefährlich ist. Natürlich war die gefährlich, aber da hätten sie das anders oder absichern müssen mit Reifen oder sowas. Da ging es in Schweden zum Beispiel, da haben die sich geweigert zu fahren, die Fahrer, wenn wir nicht weggehen und wir haben uns geweigert wegzugehen. Und dann ging es dann richtig so und irgendwie hat sich's dann gelegt. Hatten wir unsere Vereinigung, die International Racing Press Association, Präsident Bernard Cahier. Und der hat sich auch mit den Leuten dann angelegt. Ne? Der war Marketingmann auch von Goodyear, Pressemann und hatte da auch ganz gute Macht und war Journalist und Fotograf. Aber das ist ja dann auch von Bernie alles weggekippt worden. Da bin ich dann rausgeflogen, weil ich nicht in das Schema der normalen vier Fotografen passte. Ja, die mussten so und so viel 250 oder 80 Belege vorweisen im Jahr, wenn sie fürs nächste Jahr wieder wollten. 80 Belege? Ja, gedruckt in Magazinen oder Newspaper. Okay. So, das war natürlich toll für die Agenturen. Die hatten 3-4 Fotografen, alles wunderbar. Ja. Der Schlägelmisch, der sollte was weggehen. Der hat also, natürlich, ich habe da mal 3 Bilder, da 5 Bilder. Powerslide war 1, 2, 3, 4 Fotografen wirklich immer einen Ehrgeiz hatten. Ich auch. Dort, das war bei Schwarz-Weiß-Zeit noch, Bilder reinzubekommen, die wurden dann bewundert, aber es hat ja nicht viel, 30 Euro oder Mark damals, es war lächerlich, aber es war der Name drin. Also ein bisschen Ehrgeiz habe ich da auch gehabt, aber dann von der Vier war ich nicht anerkannt. Und dann hatte ich das Glück, dass die Katja Heim, das war so eine
eine Freundin von Bernie und die hat Presse gemacht und so weiter. Ich sagte, mit Bernie gesprochen, sagte Bernie auch, Rainer Schlingmilch, der macht tolle Sachen bei uns. Das war Anfang, Ende 80er Jahre, Anfang 90er. Den wollen wir behalten. Dann kriegt er einfach einen Fotoausweis von mir, von der Foka, was er war. Und der war plötzlich, hat er besser ausgesehen, der hat noch ein silbernes Teil gehabt. Und dann habe ich das natürlich genutzt. Ich habe dann gesagt zu dem Pasquale, der Atlantis von Bernie war, ich muss da aufs Dach, ihr braucht diese Bilder, weil die dürften meine Bilder dann für ihre Zwecke mit benutzen. Okay, ja. Offiziell hätte ich denen eine CD nach jedem Rennen geben müssen. Kein Mensch hat danach gefragt. Aber ich habe jedenfalls den Ausweis von Bernie bis zu der Zeit gehabt, wo ich aufhörte. Beziehungsweise wo es hieß, die kriegst du einen lebenslangen von Bernie. Da habe ich von Bernie noch einen lebenslänglichen bekommen. Aber leider ist der Bernie ja auch nach und nach rausgeflogen und nach Covid haben sie es nicht mehr gemacht. Mhm. Aber ich habe eben den Vorteil gehabt, Gott sei Dank, dass ich auch bei der Administration, Akkreditierung und so weiter, die mich kannten, die Nachfolger von Pasquale, sehr gut an das Thema rangingen, haben gesagt, Rainer, du hast so viel für Formel 1 gemacht und bist ja heute noch so aktiv damit, du kriegst von uns immer einen VIP-Ausweis. Und da ich mit meiner Frau inzwischen so ein bekanntes Gespann bin, weil ich auch Freude habe mit meiner Frau, die kennt alle Leute inzwischen, ja, ist auch richtig engagiert und wir haben auch Freude dran. Also es würde mich viel weniger Spaß machen, weil für mich war auch Autorennen und Reisen zu Autorennen war auch Qualität, gutes Essen. Ja, ich weiß noch, dass ich schon, ich glaube, das war Ende 69er, als 60er Jahre bin ich schon in Frankreich, habe ich nach Michelin, habe ich mir die Rückfahrt ausgesucht von Le Mans und bin, oder großer war es von Frankreich, Paul Ricard und bin in 3-Sterne-Lokale in Lyon, um Lyon rum, ob das Bocuse war, Trois Gros und habe da die feine Küche lieben gelernt. Ja, und habe aber auch neben meiner Arbeit noch in den Anfang 80er Jahre habe ich 2 Jahre für ein gastronomisches Magazin gearbeitet mit so viel Leidenschaft, dass ich entschieden habe, welche Storys ich machen kann. Ich habe der Redakteur, der hat leider sich 2 Porsche gekauft und Scheckbetrug gemacht. Es hat leider nicht geklappt auf die Dauer. Okay. Aber in der Zeit haben die Köche immer gesagt, was hat er sich jetzt wieder fürs nächste Heft ausgedacht? Weil ich hatte so einen Spaß, irgendwo hinzufahren und zu fotografieren. Das war das jetzt richtig Foodblogger mal. Ich hab zum Beispiel eine Serie fotografiert, Oberkellner mit Tisch oder die Köche, Chandeclair unten in Nizza. Ja, habe ich erstmal alles gegessen. Ich war immer dabei, habe das essen dürfen, habe es fotografiert und habe eine Geschichte nebenbei wirklich mit der kleinen Bild vom Hotel fotografiert, aber auch journalistisch. Ja. Die waren wirklich so beliebt, ja, dass die Leute jahrelang das doch selbst für ihre eigenen Prospekte benutzen durften. Ich habe Gutscheine gekriegt von einem Hotel im Schwarzwald. Sie sind auf dem Wochenende eingeladen. Das ist so toll, was sie dann im Buch gemacht haben, ein Heft für uns, so tolle Bilder. Es hat Spaß gemacht. Menschen kennenlernen. So wie meine Frau damals kennengelernt. Weil ihr damaliger Mann einer der besten Köche Deutschlands war. Ja. Mit dem war ich dann auch befreundet. Ja, ich habe viele große Köche. Ich bin zum Witzigmann München. Den habe ich angerufen. Ich gesagt, ich muss eine PR-Geschichte machen für Olivenöl. In Deutschland wird nur, ich glaube, 2% benutzen die Leute Olivenöl von normalem Öl, das müsste sich bessern. Ich möchte mit dir was machen und noch 2 andere Köche. Wann hast du Zeit? Pass auf, ich komme morgen Mittag und wenn du fertig bist, gehe ich in die Küche, machen wir eine Sache zusammen. Na, haben wir hat er irgendeinen Steinbutt gemacht mit Olivenöl, schön, so Cashtomaten, Witzigmann, sagt denen was, ne? Natürlich, er kann Witze immer. Und dann haben wir um 3:30 haben wir Teller auf den Tisch gestellt, erst fotografiert, zack, zack, wie er es gemacht hat. Und dann haben wir schön zusammen gegessen, Glas Champagner dazu. Ja, so wie es sein muss. Genau, das süße Leben. Vorstellung. Das Tantris hat er doch damals gemacht, oder? War das hat er davor gemacht. Ah, okay, dann kam da der Winkler hin. Ja. Da habe ich auch fotografiert. Da hatte ich gerade einen Achillessehnenriss. Und da hat er Jubiläum schon gehabt. Da habe ich mich mit einer 4 Meter hohen, leider bin ich mit Gipsbein hochgeklettert, um das Ganze schön zu fotografieren. Ja. Und dann Witzigmann treffe ich dann im Icarus. Da ist er ja dann Restaurantleiter geworden, Igarus in Salzburg,
ne, vom Mateschitz, diese, genau, dieses Traumhotel. Im Hangar. Im Hangar ist diese Traumküche. Ja. Ja, und da habe ich natürlich auch denken können. Und dann kommt der Witzigmann rein und dann ist er gleich bei du wieder mit mir. Und habe ich gesagt, sei ich lustig. Jetzt habe ich den vor, das war da 20 Jahre vorher. Ich habe im Hangar auch dann eine Ausstellung mal gemacht mit meinen Schwarz-Weiß-Bildern. Das war 2012. Also vor 11 Jahren. Ja. Habe ich damals eine tolle Ausstellung im Hangar 7 gemacht. Ist auch schon wieder so lange her, oder? Ja, ist wirklich lange her. Aber ich habe damals einfach gesagt, ich muss jetzt Geld in die Hand nehmen, mache große Bilder, bis zu 1,50 mal 2,20 oder so. Ja. Toll schwarz-weiß, ganz edel, mit Laserdruck, also mit Laser belichteter Fotopapier, chemisch entwickelt, dass das richtig wertig war. Und habe da Ausstellungen mitgemacht und auch kleinere Bilder. Die großen haben 8.000, habe ich 8.000 Euro verlangt dafür. Habe auch das Glück gehabt, dass ab und zu mal eins verkauft wurde und so. Aber es war schon Kunst für die Leute, also fotografisch, weil es auch wirklich alte Bilder waren, alte Motive und sie waren toll repräsentiert. Zum Teil unter Museumsglas, die kleineren, nicht das große. Und da habe ich auch Ausstellungen gemacht. Bis in Pebble Beach war ich mit dem Zeug. Ja, also ich habe Deutschland, Stuttgart-Ausstellung, Baden-Baden, beim Brenners Parkhotel, die haben da eine Villa, der Chef ist da sehr engagiert, sowieso mit Autos. Mhm. Und da habe ich gesagt, Jamie, klar, machen wir. Das war richtig schöne Sachen, so nebenbei. Und Ausstellungen zu machen, das ist ja wieder eine besondere Art, Bilder auszusuchen. Das stimmt, ja. Gab es für Sie eine Lieblingsstrecke? Wahrscheinlich Monaco, oder? Von den Motiven her? Also Monte Carlo ist natürlich das absolute Highlight immer gewesen, von Anfang an, weil es auch nicht verändert werden konnte von der Sicherheit. Also Sicherheit bezog sich nur auf die bestimmte Dinge hochzuhalten. Und das fand ich auch gut, weil wenn da wirklich mal was passiert wäre, wäre die Strecke weg gewesen. Also ein Rennwagen in so einer Tribüne, weil da 10 Tote oder noch mehr, das wäre so ein Le Mans-Desaster gewesen im Verhältnis. Also da hatten sie Glück. Und Monte Carlo hat natürlich auch die Lebensart. Also ich fahre ja heute auch gern hin, nicht nur wegen dem Rennen. Das muss ich gar nicht mehr so, da laufe ich vielleicht mal rum, aber das ist im Fernsehen so gut gebracht, da kriegt man so Details mit, dass man an der Rennstrecke gar nicht mehr so viel erlebt. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich keinen Bock hatte, aufs Training zu gehen und habe es lieber am Strand erlebt mit dem Live-Ticker und kann halt nicht ins Wasser gehen. Aber das ist schon spannend, auch im Live-Ticker genauer zu hören, wenn man genau alle Stellen kennt, wenn die sagen, der ist an der in der Stelle rausgerutscht und da sind die Marshals und das lebt dann in meinem Kopf. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Ja. Ja? Und gab es irgendeine Ära, die für Sie die schönste war? Autos, Fahrer, Lifestyle? Naja, also ist eins klar. Wenn man neu reinkommt, ist das Neueste immer das Faszinierendste. Ja, klar. Es ist klar, dass es so nach 20, 30 Jahren ermüdender wird, manches. Ich habe mir das aber immer eingerichtet. Ich hatte ja die Freiheit, das zu machen. Ja. Die Rennstrecken wurden auch wieder verändert, also beziehungsweise es kamen neue dazu. Ich bin dann plötzlich nach Japan geflogen, ich bin nach Shanghai gekommen, ich war in Australien. Das hat ja auch wieder einen Zusatzeffekt. Man lernt da auch neue Rennstrecken kennen, die auch ein neuer Reiz sind, eine neue Aufgabe. Und ich habe mich eigentlich schon orientiert dran, wenn meine Kollegen das hinkriegen, kriege ich das auch hin. Dass die natürlich gesagt haben, Rainer, was würde ich geben, wenn ich deine Zeit erlebt hätte? Und dann wird mir plötzlich klar, als Schumi zur Formel 1 kam, da habe ich schon fast 30 Jahre habe ich fotografiert. Das ist eh verrückt. Also das ist verrückt. Ja, wenn man das überlegt, ihr Buch heißt 50 Jahre Formel 1. Und da bin ich zu dem Schumi hingegangen, in seinem grünen Overall von Jordan. Ja. Habe mich vorgestellt, da guckt er mich so frech an, wie er auch war. Ne? Ja. Aber ich sage, schön, dass ein deutscher Fahrer endlich mal dabei ist und sowas. Und sie werden mich ja dann öfter sehen. Ich habe den Schumi ja begleitet, mehr oder weniger mehr Rennen als er erlebt in der Zeit, weil er hat ja seinen Beinbruch und dann ist ein paar Monate ausgefallen. Stimmt. Also ich, rechnerisch habe ich es. Witzigerweise habe ich jetzt im Motorhome von Monte Carlo habe ich
die Frau Kehm sitzen sehen mit Mick Schumacher im Mercedes. Ehemalige Pressesprecherin. Ich saß so schräg da drüben. Ja. Da dachte ich, ich habe mit dem noch nie ein Wort gesprochen. Jetzt gehst du einfach mal hin, stellst dich vor. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich bin der René Schlingmilch. Da hat er mich nur ganz lieb angeguckt. Also, er ist eine völlig andere Mentalität auch wieder. Ich nehme an, Frau Kehm, die mich ja kennt von Anfang an, die war ja früher Journalistin, bevor sie Sprecher wurde. Und wir waren oft so in Klicken zusammen, wenn wir mal essen waren oder sowas. Die kennt mich natürlich gut. Die hat ihm das hinterher dann auch erzählt. Ich habe mir einfach vorgestellt, ich habe meinem Papa schon ich habe 30.000 Bilder von ihm. 30.000 Bilder mit Michael Schumacher. Ich glaube, ich habe Senna 15.000 etwa und 30.000 von Michael Schumacher. Und ich habe viel weggeschmissen. Ich bin also nicht einer von denen, die alles jetzt aufgehoben haben. Ich habe früher ja Filme gehabt, ja, und dann habe ich die zum Entwickeln gegeben. Ich habe bedauert, also bei mir war es nicht so, aber als dann die digitale Fotografie kam, sind die Fotografen ja alle abends da nicht schön essen gegangen, sondern die Lebensqualität bezog sich nur noch darauf, dass die abends vielleicht ein Brötchen gekriegt haben in der Pressestelle und dann um 10, 11, es hieß dann immer, bis der Letzte gegangen ist, solange ist offen. Ja, da saßen meine französischen Kollegen, die von den Agenturen, die haben geschafft und geschafft, dann wirkten sie sich was rein. Da habe ich gedacht, ich bin eigentlich zu Autorennen gefahren, weil das Reisen auch so geil war. In Le Mans habe ich, oh, was bin ich da könnte ich auch schwärmen davon. Da habe ich nachts um 2 sind wir nach so einem tollen Essen von Ford, da gab es also richtige Essen, wo man so kämpfte, okay, bleibe ich noch länger beim Training oder nein, die haben das Essen später gemacht. Da bin ich noch 30 Kilometer gefahren mit meinem Porsche damals, Ortschaft, noch 2 Ortschaften und dann war ich in einem wunderschönen, so einem Landbaugasthof, ja, morgens so ein Cup. Und die Sonne schien. Und ich hatte noch eine Hefe. Aber es sind unvergessliche Momente des Reisens. Ja, und dann ist man mittags gemütlich nach Telosche gefahren. Ich hatte einen Kontakt durch den Klaus Reiter von Porsche. Mit dem war ich so ein bisschen befreundet. Da konnte ich dann Telosche. Telosche, da waren die ihre Werkstatt. Da war die Werkstatt, Bauernhof, der ausgeräumt war. Da habe ich auch ein paar tolle Bilder gemacht. Die tollsten Bilder natürlich, Und ja, diese Dinge haben mir Freude gemacht. Auch, ich weiß noch, der Duft von den Feldern, die da gerade gemäht waren und ich immer offenes Auto, war toll. Mhm. Ja, aber auch andersrum ausgedrückt, wenn ich in Monte Carlo, da ist ja wirklich 1,5 Stunden volle Power. Da weiß man genau, wo man hingeht, bleibt da 5 Minuten, da 5 Minuten, obenrum wieder zurück und so weiter. Das muss ja alles so. Und da bin ich den Berg hoch. Man konnte durch schneller laufen, natürlich mehr Zeit haben fürs Fotografieren. Und ich keuch dann die gerade hoch. Und dann sehe ich draußen den blauen Himmel, den Wind, sehe ein Segelschiff. Denk, verdammt nochmal, irgendwas hast du bis jetzt falsch gemacht. Davon träume ich. Aber ich habe auch Segelschein dann irgendwann gemacht, habe immer im Herbst oder im Frühjahr einen Segeltan gemacht, eine Woche. Das fand ich einfach, Segeln ist ja sowas Schönes. Dann habe ich einen Artikel irgendwann geschrieben für so eine Zeitschrift. Die schönste Geschwindigkeit ist nicht im Porsche 200 zu fahren, sondern mit 8 oder 9 Knoten, mit halbem Wind auf dem Meer im Segelschiff. Ja. Und das haben mir ein paar Leute krumm genommen. Aber es war meine Meinung. Es war echt. Ist das toll, Mensch, mit was für einer Leidenschaft Sie das erzählen und was Sie für eine Zeit erlebt haben. Und das ist, glaube ich, Sie haben das gerade eben so gesagt, gemütlich oder entspannt. Das ist völlig vorbei. Es geht nur noch um Geschwindigkeit. Online müssen die Fotos sofort sichtbar sein. Ja, das war wirklich. Ich habe da noch mitgemacht. Ich habe 2004. Ich war sicher einer der Letzten. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass es natürlich ein Riesenvorteil ist, ja, dass man nicht mehr dauernd Film wegschmeißen muss. Ja, ich habe ja. Nach dem Rennen bin ich also noch zurückgekommen, habe Montag meinen Film in Frankfurt abgegeben. Ich brauchte ja nicht so schnell, wollte ja auch nicht. Dann kamen dann so, alle paar Stunden kamen dann so 20 Filme entwickelt zurück. Dann habe ich mir, wenn es das Wetter war, das war es ja auch Gott sei Dank auch in Frankfurt oft, habe ich mir einen Milchglastisch gemacht auf 2 Böcken, einen Spiegel unten drunter. Dann habe ich die Sonne genau von dem Spiegel auf die Milchglasscheibe fallen lassen und habe dann in der Badehose schön einen Tag lang meine Filme durchgearbeitet, nur die angestrichen, die gut waren. Ja. Und dann habe ich eben von jedem Film mit einer Lupe 5 oder 8 oder höchstens 10 rausgesucht
und eben nicht jedes Porträt und jede Voraufnahme wirklich geprüft. Ist es gut? Da sind noch zwei andere. Die brauchst du nicht, da hast ein gutes. So, und deswegen habe ich auch, ich hätte vielleicht so 2 Millionen Bilder. So habe ich nur eine halbe Million. Ah, Mensch, was würde es also, darum geben, die von Ihnen weggeworfenen Bilder überhaupt zu haben? Also es ist ein paar Mal passiert, dass Leute meine Mülltonne geplündert haben. Ja, das und irgendwann habe ich mich... Hätte das auch sein können. Es passieren dann natürlich schlimme Sachen. Ich habe vor einem Jahr ruft mich ein Freund an, Mensch, verkaufst du jetzt deine Bilder schon bei Auktionen? Ich sage, wie kommt es da drauf? Ja, ich habe in der Auktion, da gibt es halt... Ladenburg. Ja, Ladenburg, ja. Ne? Habe ich gesehen. Und ich gucke da rein, da sind da 30 solche Klappen von mir. Schön, mit Schlegelmilch alles drauf. Denke ich, wo ist das her? Dann habe ich den angerufen, wo haben sie es her? Ah, das ist die Erben eines Milliardärs. Aha, habe ich gesagt. Das ist ja interessant. Da haben Erben, haben jetzt ihnen die Bilder gegeben, die der... Und dann bin ich dann drauf gekommen, es war ein Peter Kaus, ein Autosammler, reich von Elternnähe, Metzler-Erbe, hat ein Museum Rosso Bianco gehabt in Aschaffenburg. Hatte sich mit mir irgendwie auf einer Party, haben wir uns angefreundet, weil er gesehen hatte, ich habe die Autos fotografiert, die er aufkaufte für sein Museum. Ja. Und da konnte er Original-Autofarben haben. Er hat zum Beispiel den Lindner seinen Den Unfallauto, den hat er, der in Paris tödlich verunglückt ist, 64 oder 65. Das Auto hatte ich noch 63, diesen Lightweight Jaguar, wo es nur 6 Stück gab. Den hatte ich fotografiert in Le Mans. Da konnte er also auch genau sehen, wie der restauriert werden muss. Und so gab es zig Sachen. Und da kam der immer so als Freund zu mir nach Hause. Und ich dachte, ach, das kann ich ja mal mitnehmen. Und er hat auch ein Buch gemacht, wo er sich wunderte, dass das nicht so gut verkauft wurde wie mein Mercedes-Buch, sondern wie auch so dick, aber 5-mal so teuer und stand nur Rosso Bianco Museum drauf und nicht Mercedes. Ja. Das sind nämlich die Unterschiede. Genau, ne? Ja, der hatte die nie zurückgegeben. Und bei uns war das früher auch so lässig. Da sagt mein Freund, ja, gibt's wieder. Es ging mir auch mit Redaktionen oft so. Man hat die Original-Dias verschickt, denn die Kopien von einem Dia waren so miserabel, die konnte man nicht zum Drucken nehmen. Also habe ich Original-Dias verschickt. Und das war schwierig. Ich weiß, habe ich einem Journalisten 100 Bilder mitgegeben mit Vergleichen. Ja, wo ich schon so sage, hatte ich auch schon gedruckt. Und zwar in der Autorevue Völker. Ja, Herbert Völker. Sagt Ihnen das was? Ja, na klar. Der sagt, wir brauchen das für Weihnachten. Da habe ich gesagt, ich habe wirklich eine tolle Idee, so Vergleiche. Und der fand das toll. Also hatte ich das schon mit angefangen. Die Ideen kamen natürlich, dass ich schon 30 Jahre auch fotografiert habe. Das erste und mal beim Fotografieren dachte ich, das habe ich ja schon, könnte ich jetzt was Ähnliches. Und dann habe ich entdeckt, wie Bilder der Zeitensprung ist, wie ähnlich die sind. Sie haben das ja drinnen in meinem 50 Jahre Schlegelmilch, Jackie X Porträts. Ja, die ganzen Helme. Gigantisch. Das ist für mich, kann ich immer wieder gucken, einfach schön. Ja. Und da habe ich einem Journalisten das mitgegeben von der Bildzeitung, Autobild. Ah, das ist ein tolles Thema, machen wir. Und da habe ich 3 Monate nichts gehört. Da habe ich gesagt, wie ist denn das? Ja, schickt mir die Bilder bitte zurück. Und auf einmal sagt er, ja, wo sind die denn? Boah, wissen wir nicht. Da habe ich gesagt, passt auf, ich schicke euch jetzt eine Rechnung über, wie viel waren es, 80 oder 100, also über 100.000 Euro, ein Bild 100.000, ein Bild 1.000, ich glaube, es war noch Mark. Also 100.000 war jedenfalls so fast die Zahl. Und das war natürlich ein Donnerschlag im Hause Bild Springer. Dann haben die 2 Studenten genommen, die haben alle Büros, aber wirklich jede Schublade alles durchgeguckt. Und siehe da, sie fanden dann meine Bilder irgendwo in der Schublade bei einem Grafiker, der gerade schon in Urlaub war wieder. Ist gerade egal. Ja, war es unten drunter gelegen. Ja. Hätte er mal. Da habe ich gesagt, so ein Mist, dass sie meine Bilder finden. Das hätte mir, also das damals habe ich noch gedacht. Ja. Aber dann war ich dann doch froh, dass das war ja schon viel. Und da habe ich auch in dem Buch 2012 dann noch zum Schluss, da habe ich noch schöne Dinge gefunden, und auch noch mal ergänzend fotografieren, wenn ich eine Idee hatte. Man kriegt ja auch dann so Denkprozesse
die sich dann so einspielen, ja. Was könnte toll gegenüberstehen. Ja, ob das jetzt Rennstrecken sind, ob es Menschen sind, ob es Autos sind, Design, ein Auto von die, hinten. Die Mode was, allein der Leute, ne? Die Rennfahrerfrauen, wie die ja, da rumlaufen, das ist die, ja auch mal toll. Die, ja. Das kann man gar nicht vergleichen, weil die heutigen Rennfahrerfrauen, die kann man nicht mit den alten überhaupt vergleichen. Das geht ja gar nicht, wie soll ich das machen? Ja. Die haben ja gar keine Funktion mehr. Ja, stimmt, eine, ja. Eine Frau, Jackie Helen Stewart, die ist an der Rennstrecke gesessen mit der Stoppuhr ja. Und hat durch ihre Freundin Nina Rindt diesen Model-Look da reingebracht. Gipsbein, glaube ich, auch noch, oder? Einmal hat sie den Gipsarm und dann Gipsbein, habe ich auch mal bei Ihnen gesehen als Foto. Weil wir Bilder? Ja, ich glaube, naja, egal. Na, die Bilder, ich hab ein paar schöne Bilder. Auch Nina Rindt am Tag des Todes ihres Mannes sitzt auf der Mauer in Monza. Aber nicht sehr glücklich aussehen, mit dem tollen Hut, barfuß, Mechaniker, Ding um, Täschchen und Stoppuhr in der Hand. Mhm. Das sind tolle Bilder gewesen. Also im Nachhinein begreift man. Was das für ein Schicksal eigentlich ist. Das oder Schicksal, was da, ja, genau. Und der Mann war schon tot. Also das war wirklich ganz komisch. Das, also Jochen war natürlich auch so ein Fall. Ne? Mhm. Obwohl ich mit dem Jochen auch keine persönliche... Ich bin nicht der Typ, der... mit solchen Leuten immer gleich so, ich bin wesentlich zurückhaltender, weil ich will auch Unbeobachteter fotografieren. Mhm. Also ich habe gemerkt, sobald Fahrer, ich hatte eine Freundin mit, die hat auch Fotoapparat gehabt, ja, die hat lauter lachende Rennfahrer fotografiert, die sie anposiert haben, ja, weil sie hübsch war. Mhm. Okay, Grossberg, der hat nur Mimiker. Meine Bilder sind alle dynamisch, aber ich wollte die Augen die haben. Ich wollte Ausdruck haben. Ein Rennfahrer, der in die Kamera lächelt, das sind Amateurbilder. Nichts verwendbar. Würde ich nie machen. Aber es gab ein paar, die waren gut. Der Jackie Stewart, der konnte lachen. Der Jackie X, der konnte lachen. Er kann heute noch lachen. Ja. Ja. Steht auch im Buch drin hier. Sein breites Grinsen bleibt für immer. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt also, ja. Das ist aber sein Ausdruck. Dann stimmt's wieder. Ne? Ja. Wenn Sie jetzt gerade sagen, also, dass Sie ganz anders fotografiert haben an der Rennstrecke, ohne Redaktionsauftrag, dann haben Sie Montag, Dienstag entspannt in der Badehose die Negative angeguckt. Das war ja irre teuer. Und wenn Sie keinen Auftrag hatten eigentlich, stimmt, das war Hobby. Stimmt. Also, das ich habe das, ja eigentlich, ich hab das selbst alles finanziert. Ich habe meine Reisen finanziert. Ja. Flüge habe ich dann auch finanziert. Natürlich bin ich billigst geflogen. Was schön war, wenn man also nach Australien geflogen ist und China noch oder Japan noch, dann hat man mit den drei Flügen schon mal seine Goldcard gehabt. Ja, und so viele Punkte gehabt, teuer gekauft, dass man in der Emirates schon mal die Goldcard bekam. Ja. Ich habe auch die Lufthansa Goldcard gehabt eine Zeit lang, weil ein Freund in Luxemburg eine Firma hatte und in Luxemburg bekam man sie schon 50.000 Kilometer früher. Und dann habe ich einfach bei dem über ihn auch Lufthansa gehabt. Das hat den Vorteil gehabt, Emirates hat mich, ich habe es oft erlebt, da kam Herr Hauken, seine Entourage, die hatten alle Business-Tickets, da wurden die sofort in die erste Klasse rein, katapultiert förmlich. Ja. Mhm. Und dann war natürlich vieles frei in der Business. Und dann war der Rainer Schlegel mich glücklich, mit seinem Billig-Ticket in die Business gesetzt zu werden. Und das ist also schon mehr als 50% passiert. Und es war schon sehr versöhnlich. Ja. Ich hatte erstens in Lounge-Zutritt, konnte ich mal duschen. Mhm. Ich konnte mal auf dem Aufenthalt von Australien nach Frankfurt waren auch fünf Stunden morgens ankommen um 4, 5, 6 und dann um 9 Uhr Weiterflug konnte man sich duschen oder konnte schön frühstücken, entspannt. Das sind so kleine Bonbons, die diese Flüge dann noch angenehmer machen. Ja, habe ich natürlich alles jetzt nicht mehr. Ja, jetzt bin ich schon auf Einladung. Aber wie gesagt, ich fliege nur noch ab und zu. Ich fahre lieber mit dem Auto wohin jetzt, wie wir es gemacht haben. Das war eigentlich eine wunderbare Reise mit Dingen, die wir kannten. Mit vielen Restaurants wahrscheinlich. Eigentlich ist meine Frau ist Expertin. Du darfst die Restaurants aussuchen. Ja. Und die sucht natürlich so typisch spanische Sachen. Die sind ja Künstler da. Ja. Und da gibt es tolle Sachen. In einer Fabrikshalle fast gibt es einen 3-Sterne-Koch. Und da muss man auch schon vorher buchen und sowas. Aber es ist ein solches Erlebnis, ja. Wie die haben, da kann man fast den Küchen mit denen, könnte ich eine eigene Sendung machen. Ja. Und das ist schon ein tolles Erlebnis für uns. Also für mich jetzt und meine Frau natürlich erst recht, weil die aus dem Bereich kommt. Ja, schöner kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wenige Kollegen oder auch Leute aus dem Rennbusiness so viel Freude an der Gemeinsamkeit haben, die wir miteinander verbringen. Sie ist bereit, auch das Porsche aufzumachen, wenn es kalt ist,
sitze ich halt warm an, auch im Winter mal, wenn mit Handschuhen sowas mir zu lieben. Das ist ein Entgegenkommen, die man zu schätzen weiß. Toll, also das klingt wirklich so erstrebenswert, was Sie da erlebt haben. Jetzt müssen wir noch einmal klären für die Fans, fotografieren Sie Nikon oder Canon oder was ganz anderes? Also ich fing an mit der Contarex. Contarex, okay, ja, alles klar. Das war, dass ich hatte das Glück, dass ich dass die Schule eine zur Verfügung gestellt bekam von Zeiss, eine Ausrüstung von 5.000 Mark damals. Mhm. Dann hieß es, ja, wenn wir die jetzt jeder benutzt, dann ist die bald, gibt's Ärger. Einer kriegt die. Und dann habe ich mich halt gemeldet und ich hatte das Glück, dass ich die Mission schon mal das erste halbe Jahr hatte. Ich glaube, ich habe sie dann weiter behalten dürfen, weil ich auch technisch ziemlich versiert war und ich schon das Ziel hatte. Also ich gehe wahrscheinlich schon in die Fotografieagentur, weil ich habe natürlich schon den Porsche im Hinterkopf. Mhm. Also es war für mich schon klar. Und ich wusste, du Fotografie kannst du nur Geld verdienen in der Werbung. Mhm. Da ist die der Anspruch, deine Gestaltungs die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, die auch bezahlt werden können von einem Kunden, die sind in der Werbung am besten. Es sei denn, du bist Modefotograf, da muss man aber so eine Tendenz dafür haben. Mhm. Ich war halt so allgemein technisch versiert und Gestaltung und so. Und BASF habe ich in der Werbeabteilung für die gearbeitet, ob das jetzt Speisen waren mit Hummer oder Wandfarben und so. Jedenfalls habe ich immer schöne Dinge gestaltet. Dann habe ich einen Werbeleiter von Gebrüder Schmidt kennengelernt, Druckfarben. Der hat mich da auch reingemacht, das war auch ein bisschen verrückter, aber der hat gesehen, wo meine Stärken sind und ich durfte selbst Ideen bringen und die wurden auch verwirklicht. Da kamen Druckmaschinen dazu und so ging das weiter. Mhm. Und so konnte ich mir irgendwann einen Porsche auch kaufen. Ne? Das eine Erfahrung habe ich gemacht, eine Agentur sagte, machen Sie eine Konzeption, wie Sie sich vorstellen, Kostüme. Eine Firma, die hieß nur Kostüme. Ja, dann habe ich so die Makrobilder gemacht, ja, mit, also so ganz ideale Vorstellungen mit Nadel und Großaufnahmen, wie es früher noch nicht so üblich war, ja, so ganz Material, Technik. Die, mit der Konzeption sind sie durchgekommen beim Kunden, der sagt, ja, wir machen es mit Ihnen. Dann haben sie gesagt, Herr Schimmels, was wollen Sie als Tagesonorar? Da habe ich gesagt, ja, 300 Mark. Haben die gesagt, sind Sie verrückt? Wir können Sie dem Kunden noch nicht für 300 Mark verkaufen. Das sagt der anderen Fotografen, bitte. Sie müssen mindestens 1200 verlangen. Ja. Ich sage, in Ordnung, 1200 Tausender. So fing ich dann an. Ja. Später kam ich dann, Gott sei Dank, also zum Schluss, als ich irgendwann aufhörte vor 15 Jahren mit Werbung, weil man dann auch nicht mehr in der Werbung der Alterskreis ist, ja, also Spezialisten wie Mode und so, aber in der Werbung ist zu breit, da kommen die Jungen dann an, haben neue Ideen, machen alles relativ billig. Ich habe mich dann auch mehr auf solche Dinge, Sport und so, auch Formel 1 konzentriert. Das ist eine ganz klare Geschichte, da verändert sich auch natürlich auch meine Arbeit, ganz klar. Ich habe dann immer weniger Werbung gemacht, habe ein Studio nicht mehr gebraucht, bin mehr im Freien gewesen, habe meine Autos fotografiert, das ist vollständig gereicht, ne? Und Sie haben irgendwann Ihr gesamtes Archiv verkauft, oder? Ja, ich würde mal so sagen. Ich habe jemanden gesucht, der die Arbeit macht mit meinen Bildern. Ich wollte es nicht mehr so machen. Und ich habe dann Getty 5 Jahre meine Bilder gegeben und die haben nichts dazu gemacht, weil sie nur von den 2%, die gescannt waren, quasi ins Netz gestellt hatten. Und dann kam Motorsport Images und mit denen habe ich dann das so hingekriegt, dass die sagen, okay, wir sind bereit, in Zukunft auch das zu scannen und alles und unseren ganzen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Und ich brauchte nicht mehr arbeiten. Hm. Ja, das war für mich natürlich eine ideale Lösung. Also die haben alle negative gescannt? Man kann sie da kaufen, also, oder? Ja, die vermarkten das alles. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass eine Vermarktung stattfindet und die Sache, sagen wir mal, an ein Riesenpublikum ist. Motorsport Images hat 16 Sprachen auf ihrer Homepage. Die machen ganz weite Bereiche. Die machen auch zum Beispiel Autosport, Magazine. Ja, die machen Cavallino, also Ferrari. Mhm. Ganz breite Basis. Und das freut mich eigentlich. Genau, wenn ich heute zur Rennstrecke komme, das muss ich wirklich sagen, es ist eine Familie. Und ich merke auch, dass ich heute noch so vielen Leuten, weil ich auch immer wieder da war, so positiv erhalten bin, wie ich es mir gar nicht hätte vorstellen können, ja. Wie plötzlich Dinge aufkommen, die ich früher als selbstverständlich gesehen habe, ja.
plötzlich erzählen die Dinge von früher, wo ich denke, Mensch, tatsächlich, da hast du ja wirklich was Tolles damals gemacht. Kein Mensch danach gekräht damals. Ja, das ist schön. Ja, es ist schön. Schön, wenn das jetzt so erhalten bleibt. Ja, das schön. Sie, also diese menschliche Nähe, die ich heute noch habe zu vielen, die ist wirklich gewachsen eher noch, weil ich nicht mehr als Konkurrenz gesehen werde, sondern als einer, der zu ihnen gehört, der auch in dem Bereich viel gemacht hat, weil ich sehe, bin nicht mehr derjenige, der mit dem schweren Objektiv vielleicht bessere Bilder macht. Ist was dran. Herr Schlegelmich, jetzt haben wir 2 Stunden schon wieder geredet. Schon wieder? Unglaublich, oder? Ich habe ja noch eine Stimme fast. Ja, eben. Jetzt trinken Sie noch einen Schluck Kaffee und dann kommt meine letzte Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und man kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Also mit Rennstrecken habe ich eigentlich nicht jetzt das große Bedürfnis. Ich habe so eine Simultanrennstrecke, habe ich mit die hier in Zürich ist. Ein Simulator? Ja, habe ich einen hier gehabt, 3 Monate. Ja. Die ersten paar Wochen bin ich öfter mal gefahren, Nürburgring und so. Es war ganz lustig. Oder Monte Carlo, wo ich natürlich jede Hausecke kenne. Das war richtig gut. Ja, 50 Liter Sprit. Ein gutes Auto. Ja. Also Auto würde ich nach wie vor, ich habe jetzt meinen 12. Porsche. Ich brauche keinen besseren. Also was zu mir passend, auch so vom Fahren, sind ja die Porsches auch immer besser geworden. Ja? Mhm. Vielleicht würde ich dann sagen 356er mal, aber das ist natürlich auch ein größeres Risiko. In meinem jetzigen Porsche 450 PS, das stärkste Auto, was ich je hatte, in einem Land, wo man nur 120 fahren darf. Ja, stimmt. Ja, ich fahre zum Morgen in Deutschland und da wird der Spritverbrauch leider gleich wieder um 60% höher. Komisch, ne? Ist die Luft irgendwie. Ja, das ist ganz komisch. Ja. Auf jeden Fall fände ich es toll, vielleicht einen der Schweizer Pässe zu fahren, ja, die Via Mala oder sowas, was Besonderes. Es gibt so ein paar Pässe, die zum Teil auch nicht mehr gefahren werden, weil sie zu gefährlich sind. Oder Col d'Isère, solche Sachen im Sommer. Mhm. Sowas macht mir Spaß. Das finde ich auch noch eine echte Bereicherung der Freude, aber keine Rennstrecke oder sowas. Ja, und wie gesagt, mit meinem Porsche wüsste ich eigentlich nichts Besseres. Ich beneide keinen Ferrari-Fahrer. Ich habe ab und zu immer mal Ferraris gefahren für Aufnahmen und so. Mhm. Der 358 oder was ist das, der kleine? Das ist der, ich glaube, 358 ist das, ne? Der aktuelle 8-Zylinder. Nee. Der ist Vorgänger. 328, oder? Oder nee, 360? Nee. Der auch ein Heckmotor, 8-Zylinder. 360? Aber der ich glaube, der... Nicht 355 gab es auch. So ja, der danach dann. Oh. Also jedenfalls, okay. die Serien, die sind schön zu fahren, die kleinen handlichen. Aber diese großen Brummer, da ist man ja... Also da wird man ja gefahren von dem Auto und da muss man ja wie mit einem wilden Gaul arbeiten. Das ist also nicht mein Reiz. Ich beherrsche das Ding ohne lang nachzudenken. Ich bin jetzt nicht ein Grenzwertfahrer, natürlich. Ja. Merke ich, wenn meine Frau sehr unruhig wird, merke ich das. Ja. Nehme Rücksicht drauf ein bisschen. Dann sind Sie wieder 125 gefahren auf der Autobahn hier in der Schweiz. Das passiert manchmal. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Aber es ist schön, wenn man hier Splügen fährt. Oder ja. Ich fahre natürlich immer über den kleinen St. Bernhard oben drüber oder großer St. Bernhard genau das Gleiche, wenn es offen ist. Immer oben drüber, egal wie das Wetter ist. Das ist selbstverständlich. Sehr gut. Da habe ich schon die Lust dazu. Und sonst, ja, 50 Liter kann man auch was mitmachen. Kann ich ein bisschen fahren, ja. Herr Schlegelmich, vielen, vielen Dank. Das sind wir die tollen. Gern geschehen. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war Rainer Schlegelmich. Herrlich, oder? Vielleicht müsste ich meine Interviewtouren auch mal nach Sterne-Restaurants auf meinem Weg planen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ein Fotobuch von Rainer Schlegelmich zu ergattern oder vielleicht sogar eines der Ära-Büchern, zugreifen. Die Preise steigen teilweise rasant an, wie mir in der Vorrecherche aufgefallen ist. Und ich bin ganz stolz, dass ich 3 davon zumindest habe. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.